Ho, ho, ho. Heute mit Johannes B. Kerner und Olli Geisten. Schön, dass ihr dabei seid. Ein Jahresrückblick, der sich gewaschen hat. Wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern sogar zu fünft und sprechen über all das, was cineastisch im Jahre 2018 passiert ist. Es wird großartig. Viel Spaß. Los geht's. Schönen guten Tag. Ich hoffe, ihr hattet frohe Weihnachten und herzlich willkommen zu einer finalen Ausgabe von Kino Plus für das Jahr 2018. Wir haben uns hier eingefunden in ganz großer Runde mit den besten Menschen, die dieses Format mitzubieten hat. Mit Abstand. Mit Abstand, ja. Ich begrüße ganz herzlich Antje, Andi, unseren lieben Freund Steven, extra eingeflogen aus München, und Eddie, und meine Wenigkeit. Herzlich willkommen hier in unserer kleinen illustren Runde und wir wollen Revue passieren lassen. Wir wollen das Jahr 2018 nochmal rekapitulieren und stellen hier unsere Top-Listen vor, was für uns die Highlights waren. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Lowlights, auf die wir zu sprechen kommen. Oh, Lowlights gibt es auch auf jeden Fall. Und wir haben, oder beziehungsweise ich habe bei Twitter mal rumgefragt, was eurer Meinung nach der beste Film 2018 war. Ui. Und die meisten haben sich dran gehalten, auch nur einen Film zu nennen. Das war ganz vorteilhaft. Ein Disclaimer müssen wir noch sagen. Und zwar, es geht um deutsche Release-Dates. Stimmt, genau. Ja? Also. Das ist ganz wichtig, weil der ein oder andere würde sich vielleicht sagen, Moment, der Film, der ist aber jetzt doch, das war doch schon vor einem Jahr, habt ihr da schon quasi abschließend drüber geredet. Aber wir halten uns jetzt an die... Genau, wir halten schon die deutschen Release-Dates. Natürlich kommen jetzt halt auch natürlich Sachen dazu wie Blu-Rays und DVDs, weil unter anderem Your Name ist ja jetzt dieses Jahr hier nach Deutschland einmal kurz ins Kino, aber vor allem halt auch auf DVD und Blu-Ray gelangt. Oder Netflix und Amazon und was weiß ich, die haben ja auch gewisse Eigenproduktionen und Filme rausgebracht, die jetzt in Deutschland zum ersten Mal in diesem Jahr zu sehen waren. Stimmt. Wie zum Beispiel Mowgli. Hat den jemand von euch gesehen? Mhm. Ja? Du? Ich habe nur ansatzweise gesehen. Und? Ansatzweise. Ja, aber da gab es ja noch viel mehr. Es gab ja Apostel, es gab ja 22. Juli. Da wundert mich eigentlich, dass du den nicht irgendwie nochmal... Ich verrate doch nicht schon. Ja, aber ja. Wie ist denn nochmal der, der Film mit dieser außerirdischen Macht? Wie, mit Annihilation. Ja, Annihilation, genau. Ja, auch. Annihilation, auch ein gutes Stichwort. Denn ich habe halt, wie gesagt, bei Twitter mal rumgefragt und da kamen dann doch ziemlich viele Titel zustande, mehr als ich gedacht habe. Also die Leute haben ungefähr 40 Filme, die halt mehrfach genannt worden sind oder die, wenn sie einmal genannt worden sind, dann auch irgendwie mehrfach geliked wurden oder beziehungsweise die Leute halt irgendwie ein Herzchen gegeben haben, um zu zeigen, sie sind auch dabei. Was wollt ihr wissen? Top 20? Wollt ihr einmal, soll ich einfach mal runterrattern? Ja, Top 20 macht es. Ja. Wie viele Stimmen gab es insgesamt? Oh, es gab über 660 Kommentare beziehungsweise Antworten auf diese Frage. So. Also, und du fängst jetzt von 20 hoch an? Ich gehe jetzt von hinten nach vorne. Okay. Ja, also unter anderem so die ersten, sag ich mal, die unteren 10 so würde ich jetzt mal einschätzen. Das ist natürlich jetzt nicht die wirklich, ne, es ist keine wirklich ernste Wissenschaft so, sondern ich habe jetzt einfach ein bisschen was überflogen. Aber ja, unter den Top 20, da waren unter anderem A Quiet Place, Roma, Annihilation, The Florida Project, The Night Comes For Us, ein Netflix-Film, der auch mehrfach echt genannt wurde. Ready Player One, Isle of Dogs, Solo, A Star Wars Story, Under the Silver Lake, First Man, Lady Bird, Deadpool 2. So, das sind so mal die unteren. Also Deadpool 2, würde ich sagen, ist sogar noch. First Man habe ich gleich bei mir drin. Ja, hast du wahrscheinlich auch schon wieder vergessen, weil er so langweilig ist. Können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Und ab Deadpool 2 geht's weiter. Und das sind die Filme, die halt wirklich oft genannt wurden, meiner Ansicht nach. Das sind Hereditary, Call Me By Your Name, wurde echt wirklich auch oft genannt. Bohemian Rhapsody war sehr oft dabei. Spider-Man A New Universe. Dafür, dass der erst zwei Wochen irgendwie jetzt am Start ist, oder drei, ist der sehr, sehr oft genannt worden. Nee, nichts dazu schreiben jetzt hier, ne? Ich guck nur, was Call Me By Your Name ist. Ach, ja, okay. hat sehr viele Likes, hat sehr viele Leute begeistert. Ja, und dann die Top 4 ist eigentlich relativ klar. Das ist zum einen Avengers Infinity War, dann Your Name, weil er halt dieses Jahr endlich nach Deutschland kam, Mission Impossible Fallout und wirklich der Film, der, glaube ich, am allermeisten genannt worden ist, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Also das sind so die Top 20, sag ich mal, der Leute, die uns geantwortet haben. Cool, dann können wir jetzt nach Hause fahren. Das war die kürzeste. Nein, ach Quatsch, Quatsch. Ich kann noch mal sagen, was irgendwie unter Ferner liefen, auch, also beziehungsweise welche Filme halt noch mit dabei waren. Phantom Thread von Paul Thomas Anderson war mit dabei. Wind River, The Rider, Greatest Showman, Shape of Water. Was? The Rider? Oder der war dabei? Was ist das? Welcher? Das ist der Cowboy-Film? The Rider, ja, das ist der Cowboy-Film. Der war dabei. Diese Doku, oder was? Nee, also mit dem echten Cowboy-Spieler, der sich selbst spielt. Mhm. Okay. Dann, was mich sehr freut, Familie wurde tatsächlich mehrfach genannt. Ja, cool. Ja, fand ich richtig gut. Fantastische Tierwesen 2, The Ballad of Buster Scruggs, der Coen-Western auf Netflix. Ach, der? Ja. Mandy, Climax, Anna and the Apocalypse. Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Dieser Netflix, das ist doch eine Serie, oder? Nein, das ist ein Anthologiefilm, also beziehungsweise ist so ein Episodenfilm. Aber es war mal als Serie. Es sollte mal als Serie gedacht sein. Aber das ist nicht 5 Teile, eine Stunde? Das ist ein Film, der 140 Minuten oder so geht. Ach so. Und das aufgeteilt in 6 Kapitel, ne? Genau. Ja. Dann gucken wir den doch nochmal an. Dann Anna and the Apocalypse ist mal genannt worden. Das schönste Mädchen der Welt wurde auch ein, zwei Mal erwähnt. Werk ohne Autor. First Reformed. Tatsächlich haben schon ein paar Leute Shoplifters gesehen, der erst vor 2 Tagen oder so gestartet ist. Aus dem Nichts, Sicario 2 und Outlaw. Aus dem Nichts ist aber nicht aus diesem Jahr. Ist nicht aus dem Jahr? Nee. Oh, dann ist mir da ein. Wollte ich auch gerade sagen. Der ist nämlich hundertprozentig. Okay, dann ist mir da ein Fehler unterlaufen, das habe ich nicht kontrolliert richtig. Ja, der wurde halt einmal genannt auch. Sicario 2 und Outlaw King wurde auch nochmal genannt, dieser. Ja, wenn Sicario 2, wenn die zweite Hälfte bei Sicario 2 genauso gut wäre wie die erste nicht Hälfte, hier Outlaw King mit meinem Freund, wie heißt denn der nochmal? Mit Chris Pine. Ja, genau, Captain Kirk. Hast du den gesehen? Ja, aber ich mag Chris Pine irgendwie. Ich kann das hast du schon mal so gesagt, klar. Das ist komisch. Ich bin mit dem nicht so klar. Ne? Nee, ich guck mir die Filme an oder eine Serie und irgendwas, hat man ja manchmal. Findest du den auch schwierig, zum Beispiel bei Wonder Woman? Wenn er eher einen anderen Charakter spielt? Nee, ehrlich gesagt, da fand ich ihn zum ersten Mal wirklich, wirklich sympathisch als Leinwand-Mensch. Und hier hier der Heist-Film mit seinem Bruder, mit Jeff Bridges. Wie heißt denn der nochmal? Ach so, du meinst Dings hier. Hell or High Water. Ja. Kam der dieses Jahr? Da fand ich ihn super. Hell or High Water. Ja. Aber es ist ja keine Chris Pine-Sendung. Aber Outlaw King, muss ich auch sagen, ich fand den nicht verkehrt. Ja, er hat eine sehr schöne Plansequenz, mit der er anfängt, die ziemlich viel. Ja, aber in der, alles schön, aber in der Sekunde, in der Chris Pine aufgetaucht ist, war ich raus. Und das ist nicht böse gemeint. Also es gibt ja genügend Chris Pine-Fans und es gibt auch das Filme, wo er gut ist. Aber. Ja. Familie freut mich. Ja, freut mich auch. Sogar in meiner Top 10-Liste. Ja, da war ich auch ein bisschen hin und her gerissen, weil ich fand ja nur Gott kann mich richten großartig. Habe ich noch nicht gesehen, deswegen. Und der war für, also Familie oder nur Gott kann mich richten, habe ich vielleicht so ein bisschen. Okay. Auch wenn man die eigentlich auch nicht unbedingt vergleichen darf, aber ich bin so begeistert gewesen von nur Gott kann mich richten und ich bin ja auch ein großer Moritz Bleibtreu Fan. Ich fand die ganze Stimmung, wie das aufgeteilt war, wie es erzählt wurde. Du warst damals ja auch ein Riesenfan davon, ne? Oder bist immer noch ein Riesenfan davon, ne? Ich bin immer noch ein Riesenfan. Also der ist bei mir in Hast du den Top zufällig? Drin. Nee, leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob der schon, ist der schon auf DVD draußen? Ja? Mhm. Krass. Wollen wir mal über die Katastrophen reden? Also, wenn wir die besten Filme, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, aber was war so wirklich der Bodensatz unter den, habe ich schon gelesen, was du ganz schlimm fandest. Finde ich auch interessant. Ja, fang doch mal an. Ja, ich weiß es nicht mal aus dem Kopf, aber ich kann ja mal so ein bisschen, um das auch breit aufzufächern, Thematik wäre jetzt albern, irgendwelche deutschen Filme zu nennen, die keine Sau gesehen hat. Aber Klassentreffen muss man natürlich nennen. Habe ich hier auch ausführlich drüber gesprochen und will ich ehrlich gesagt nicht nochmal drüber reden. Das ist der reden. Mit der Schweigerfilm. Beiköfer. Klassentreffen 1.0. Was darauf hinweist, dass es noch 2.0 und 3.0 geben wird. Ich kann es kaum erwarten. Aber ich muss auch Jared Butler einfach nennen als Person. Der hat mit Hunter Killer und ich weiß, den fandet ihr, glaube ich, ganz gut, den Criminal Squad. Ja, den muss ich ehrlich gesagt sagen. Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche, weil ich stimme Antje total zu. Ich finde es
ehrlich gesagt total komisch, dass Gerard Butler in so eine völlig absurde Richtung abdriftet. Ne? Ja, das hat direkt eingeschlagen. Ja, aber dass er nicht mehr straight to DVD, dann macht er straight to the garbage can mittlerweile machen. Nee, oder? Also ja, ich finde, voll. Das ist ganz, also weil der ist ja nicht schlecht. Doch, das ist auch ein cooler, doch der nein. ist gut, Alter. Nein. Echt, guck dir das mal an, wie der Schauspieler hat. Mir ist das früher auch nicht aufgefallen. Es gibt Rollen, es gibt Rollen, bei denen es nicht so auffällt. Aber dann gibt es Rollen, wo du denkst, uiuiuiui, Gerard Butler. Ich dachte, mir war das gar nicht so bewusst, dass du eigentlich gar nicht so ein richtig guter Schauspieler bist. Aber Criminal Squad zum Beispiel, das ist ein Film, den hätte ich mir nicht im Kino angeguckt, den habe ich mir im Flieger angeguckt. Ne? Und ich fand den, weil das ist ja so ein bisschen Heat, ein bisschen moderner. Am Ende ist es ja nur ein längerer Film. Ich finde, es gab ein paar geile Sequenzen, aber es gab, und da muss ich dir wiederum zustimmen, diese ganze Szene im Hotel, ne? Wo er dann auf Hardcop macht und wir sind eigentlich die Bösen, also, und für uns musst du Ice Cube, ja, genau, du musst eigentlich Angst vor uns haben. Das fand ich auch so befremdlich. Da fand ich ihn auch irgendwie total uncool. Aber spricht das denn nicht schon was für seine schauspielerische Leistung? Weil ich meine, er soll ja auch genauso rüberkommen. Also uncool? Naja, so halt. Böse eigentlich. Ja, halt schon auch ein bisschen abstoßend. Er spielt ja schon so einen gebrochenen ab. Er verliert seine Familie mehr oder weniger wegen seiner Art. Er ist halt der an der Linie zwischen einerseits, also so Anti-Held-typisch. Ja, legal, ne? Und illegal. Ne? Und also ich finde, ich kann verstehen, warum man die Szene abstoßend findet, weil das so ein widerlicher, ekliger Macho-Charakter ist, wie man. Und er. Man nimmt es ihm halt einfach ab. Ich glaube, das ist das Problem. Und da kann man drüber streiten, ist es gut geschauspielt oder ist er wirklich so? Aber ich habe ihm halt auch abgenommen, dass der nicht viel dafür trainieren musste. Naja, ich glaube, wenn man 15 Mal, um jetzt die Zahl zu nennen, gleich aufspielt, dann passt es zufällig einmal irgendwo rein. Typecast, ja. Und ja. Das ist halt hier so gewesen. Das macht Bruce Willis halt auch sein ganzes Leben. Ja, genau. Das machen viele. Und ich glaube, manche passen einfach öfter durch die Art und Weise, wie sie spielen, in mehr Rollen rein. Und bei Gerard Butler ist es halt wie zum Beispiel in Criminal Squad, des gelangweilten Macho-Cops. Aber ich kann halt diese Art der Rolle auch überhaupt nicht mehr sehen. So dieses, der erste Auftritt von ihm, er hat einen Donut in der Hand. Und ich denke mir so, ernsthaft? Wollt ihr mir wieder einen Donut-fressenden, alles scheiße findenden Kopf verkaufen? Weil in diesem Film, alle in diesem Film sind furchtbar. Klischee, ne? Klischee und halt auch in der Art und Weise uninteressant. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn Figuren in einem Film, wenn keine Figur sympathisch ist. Das ist ja völlig fein. Ja. Aber wenn keine Figur interessant ist, und was das ist hier für mich so. Jetzt muss ich aber einmal kurz ein bisschen da vielleicht relativieren, weil, ja, ich habe im Kino die Fassung gesehen, wo die erste Szene mit Gerard Butler wirklich die ist, wo er den Donut, glaube ich, noch aus einer Verpackung rausholt. Ja, genau. Die am Boden. Am Tatort. Ja. Ne? Also holt er sich so einen Donut aus der Schachtel da raus, so, wo ich dachte, okay, alles klar, wir wissen, du bist Assi. Aber wenn man sich jetzt mal diesen, ich glaube, die Unrated-Fassung von dem Film anguckt, da ist es nämlich alles ein bisschen umgestellt. Da kriegt nämlich Gerard Butler deutlich mehr Profil, bevor er zu diesem Tatort kommt. Also okay. Weil da wird nämlich mal gezeigt, dass der halt, ich glaube, der wacht zum einen bei einer Affäre auf und geht dann nach Hause und muss halt da feststellen, dass halt keiner mehr da ist. Beziehungsweise irgendwie kriegt man halt schon mit, dass das Familienverhältnis bei ihm halt echt im Eimer ist. Und erst dann kommt irgendwann die Szene, wo er zum Tatort kommt. Also er wird vorher schon als ziemlicher kaputter Typ irgendwie dargestellt. Aber es ist auch geil, dass sie die Szene rausschneiden und der Film trotzdem 2:35 ist oder so, ne? In der Kurzform. Aber ich find's ganz spannend, dass Antje genau das rauspickt als, sag ich mal, Flop des Jahres, aber siehst du es nicht auch so, dass der, also du sagst, er kann's nicht? Ich habe mir nochmal Geostorm angeguckt vorgestern. Also das ja, aber Geostorm ist natürlich auch ein Film. Ja, aber ich frage mich dann die ganze Zeit, der muss ja irgendwann die Abzweigung verpasst haben, weil er hätte ja. Ja, aber überleg doch mal, wo der herkommt. Der wurde bekannt durch 300. Ja? Bin ich mir ziemlich sicher. Wo übrigens auch Fassbender nebenbei eine kleine Rolle hatte, was mir irgendwann später aufgefallen ist. Nicht nur eine kleine, ne? Das ist der an der Leichenmauer, der da den Typ den Arm abhört. Ja, okay, einer von den 300 halt. Und irgendwie, das ist halt die Rolle, auf die er festgesetzt ist, ne? Das ist Sparta, die Macho, die Bullige und ich kann das und so. Und das ist irgendwie aus der Zeit gefallen, finde ich. Ich finde, das ist nicht mehr das, was man sehen will, aber das ist halt diese Art von Rolle, auf die er dann in den nächsten 10 Jahren abonniert war. Hm. Und dann noch mal, er hat auch noch mal Chick-Flicks gedreht. Ich wollte gerade sagen, er hat dann zwischendurch einfach versucht. Chick-Flicks war er immer der Macho, ne? Das stimmt, ja. Wie heißt dieser Kopfgeldjäger-Film mit Kathleen Heigl?
glaube ich, mit Catherine Heigl. Ach ja, wo er dann, genau. Ja. So, ja. Oder dann gab es auch noch diesen. Aber habe ich auch vergessen. Wo er, glaube ich, Co-Moderator war von irgendjemandem. Ja, und dann irgendwie, die nackte Wahrheit. Die nackte Wahrheit, wo halt so einen auf, wirklich auch Frauen gehören an den Herd und keine Ahnung. Und das ist dann voll erfolgreich gewesen von der Quote her. Und dann wurde er dann trotzdem irgendwann. Leute, ey, ich will nicht. Ja, ja, ich aufs Gas werfen, aber wir reden jetzt schon zu lange über Gerard. Okay. Okay. Aber das ist es wert. Er ist in der Best of 2018-Sendung. Er hatte zwei Filme. Aber also, es ist noch nicht mal, es ist ja noch nicht mal ihr Top, also ihr Flop. Ja, mein Flop-Film ist halt sowas komplett anderes, weil es ist der Berlinale-Gewinner ausgerechnet. Oh, ja. Nämlich Touch Me Not. Kenn ich nicht. Es ist eine Mischung, hast du den mittlerweile gesehen? Nee, leider nicht. Es ist eine Mischung aus Dokumentation und fiktionalem Drama, also da verschwimmen die Grenzen so ein bisschen. Und es geht darum, so grob thematisch, dass die Regisseurin, die auch selbst im Film auftaucht, dass die mit Menschen, von denen man nicht weiß, ob sie Rollen spielen oder ob sie selber, als sie selber auftreten, dass sie mit denen über Tabus spricht, über sexuelle Tabus. Und klingt jetzt aber nicht uninteressant. Nee, ist es auch nicht. Das Problem ist, dass der Film wirkt wie eine Freakshow. Und dann finde ich's. Und das finde ich schwierig, weil der Film will mir die ganze Zeit sagen, guckt mal, diese Menschen sind so, die Menschen sind körperlich behindert beispielsweise, aber sie sind trotzdem normal. Und diese, mit dieser Art und Weise an dieses Thema ranzugehen, dieses trotzdem, das ist wahnsinnig unangenehm. Oh, der ist normal. Ja, genau. Und so ist er. Und dieses, und das ist wahnsinnig unangenehm, dem zuzugucken. Aber es gab sehr, sehr viele Leute, die das gut fanden, weil sonst hätte er den Goldenen Bären der Berlinale nicht gewonnen. Ich habe das. Nee, ich finde, die Frage, die man sich stellen sollte, ist, warum hat er den Goldenen Bären gewonnen? Weil es halt ein Film mit und über Behinderte ist und Sexualität. Genau. Und weil es das nicht so oft gibt. Das würde ich auch sagen. Ja. Weil ich meine, die Regisseurin hat vorher, ich habe mich natürlich so ein bisschen erkundigt, weil ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass jemand eine Freakshow ins Kino bringt und dafür dann Preise gewinnt. Der hat Dina Pintilie. Wurde auch wirklich viel gelobt und so weiter. Ja. Und die Regisseurin sagt halt, sie will genau das Gegenteil erreichen. Was ich ja auch glaube, nur ich meine, wenn nur einer vor der Leinwand sitzt, so wie ich, und sagt, das wirkt aber ganz anders. Hm. Ich meine, und wir reden hier ja nicht unbedingt, also so habe ich habe die Listen jetzt nicht danach gemacht, nach Respekt, sondern nach Herz. Ja. Und ich habe genau diesen, und ich habe den Film, ich bin da wirklich, war so der Film, bei dem ich am ehesten rausgegangen wäre. Das klingt so ein bisschen wie Im Keller. Ja, aber ich glaube, Im Keller hat er noch ein bisschen mehr entlarvt. Das ist doch der von dem Ulrich Seidel. Ja, genau. Ja. Ich muss einmal kurz eine Unterbrechung machen. Wir müssen einen Spot zeigen und dann melden wir uns gleich zurück und gehen mal an die Tops, oder? Auf jeden Fall. Das ist sehr deprimierend bisher. Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Deshalb bitte ein Bit. So, willkommen zurück zu unserem großen Jahresrückblick 2008 mit Andi, mit Antje, mit Steven, mit Eddie und mit mir. Und wir haben jetzt schon mal über Flops geredet. Hast du einen richtig krassen Flop einmal kurz abgehandelt? Ich würde auch gerne noch einen Flop in den Raum. So richtig, wo du einen sagst, ey, nee, bäh, ätzend. Also Overboard, das Remake mit Anna Faris. Oh, ja, der war. Ich weiß auch nicht, was mich dazu getrieben hat, dass ich gedacht habe, komm, den gucken wir uns mal an. Und ich bin ja, du weißt ja, ich habe ja so ein Fable für so seichte Romantic-Comedies. Aber der war schon, also. Aber findest du nicht auch, dass der männliche Hauptdarsteller, dass das so ein bisschen sein Bewerbungsvideo auch irgendwie war? Weil ich fand den, fand ich super. Warum den nirgendwo irgendwie einer kennt? Hast du den in der Synchro oder im Original gesehen? Im Original. Okay, ich habe ihn in der Synchro gesehen. Vielleicht hat die auch einfach viel gerettet. Das kann natürlich also, weil ich bin halt auch ein Riesenfan von dem Klassiker mit Kurt Russell und Goldie Hawn. Also den Klassiker, dem Original aus den 80ern, Ende 80ern, ne? Nee, mit, naja. Overboard, ein Goldfisch fällt ins Wasser. Kennst du? Ich verwechsel den anderen Vogel auf den Drahtseil oder so. Ja, mit Mel Gibson. Mel Gibson ist. Der ist aber auch cool, ehrlich gesagt. Ganz cool, ja. Like a bird. Und deshalb wollte ich den halt unbedingt sehen. Und das war halt einfach so fremdschämig schlecht. Also wirklich, so, du hast wirklich so die Grillen chirpen hören. Und die arme Anna Faris, ey. Mich ja, die mag ich auch gerne. Ich mag die wirklich gerne. Aber, ja, das aber echt nicht verdient, ey. Das war wirklich nix. Aber das Karma klebt an ihr, ne? Ich meine, die hat halt keine, die kriegt, glaube ich, keine guten Filmangebote. Und dann sagt ist sie nicht mit Chris Pratt verheiratet? Nee, ich weiß. Hat er sich deswegen scheiden lassen?
Ey, die waren ganz lange zusammen. Die waren über 10 Jahre zusammen. Ja, ja. Ne? Also, hat immer gesagt, sie mochte ihn auch viel dicker, als er angefangen hat zu trainieren für, ich glaube, naja. Jurassic World oder ja, nee, für Guardians. Obwohl jetzt im letzten war ja wieder dick. Ja, stimmt. Auch ist mir auch aufgefallen, ne? Ist irgendwie ein bisschen. Ja, aber ich glaube, das war auch der Gag, ne? Der Running Gag. Das ja so ein als sie dann Chris Hemsworth. Vielleicht hat er sich ein bisschen gehen lassen. Aber Chris Pratt ist super geil. Ja. Vielleicht gibt es einen Parks and Recreation. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verdränge alle Flops. Mhm. Ne? Ja, weil ich versuche, mein Gehirn da auch zu entmüllen, weil was Andi vorhin auch gesagt hat, es gibt leider echt viele Filme, die du dir anguckst, wo du denkst, oh Mann, ey, warum? Warum müsst ihr das schon wieder machen? Warum? Ne, gib dir 1,50 € aus für ein Drehbuch und den Rest für Special Effects. Mir fällt gerade keiner ein, aber das Mary Poppins Returns. Aquaman. Ja, aber das hast du mir schon gesagt und komischerweise habe ich hab ihn nicht gesehen. Ich habe jetzt aber ganz viele Kritiken auch irgendwie gelesen dazu. Emily Blunt muss super sein. Ne? Nichts gegen. Aber hier Lin-Manuel Miranda, ich weiß gar nicht, warum der da mitspielt. Nee, weil der diese Broadway-Star ja, genau, die Musik dazu gemacht hat. Ja, der macht jetzt Musik zu allen, ne? Ständig. Aber ist er nicht eigentlich eher Broadway-Star in Großbritannien? Nein. Nee. Hamilton. Ist Hamilton nicht Hamilton in er ist der Hamilton-Macher und der okay. Hamilton-Hauptdarsteller. Aber das war da eine große Enttäuschung? Den fand ich wirklich ärgerlich, ja. Okay. Den fand ich wirklich ärgerlich. Aber ich bin voll bei dir. Man hat ja eh schon so wenig Zeit. Und ihr beide habt über 300 Filme geguckt oder so. Aber ich habe, glaube ich, 50 oder 60 Filme geguckt dieses Jahr. Und ich versuche natürlich, jetzt kommst du gleich wieder, du hast aber auch Peppermint geguckt oder so. Ich habe so ein paar Guilty Pleasures, ja, so als Genre. Aber generell versuche ich natürlich auch, möglichst wenig Scheißfilme zu gucken. Manchmal interessiert es einen. Manchmal weißt du schon, das wird jetzt ein Scheißfilm, weil der eh schon die Vorzeichen sind schlecht und so weiter. Und dann willst du es aber, ja genau. Also bei Overboard wäre ich jetzt eher überrascht gewesen, wenn der so, wow, Oscar-Kandidat. Ja, aber da wollte ich es halt dann einfach wissen, weil ich den Vorgänger kenne und wollte dann wissen, wie holen sie das ins Jahr 2018. Aber generell versuche ich auch, Scheißfilme zu vermeiden. Manchmal geht's nicht, weil ich halt Genres mag, wo extrem viele Scheißfilme vorkommen. Zum Beispiel Romantic Comedies und Horrorfilme. Was ein stranger Geschmack ist, fällt mir gerade. Ja, genau. Nee, ich würde nicht sagen strange, das ist pervers. Ja, erst gucke ich die Horrorfilme und dann zum Runterkommen. Ja, genau. Eine schöne Romantic. Aber was ist denn dein größter Flop dieses Jahr? Also schlechtest bewertetster Film dieses Jahr ist Open House bei mir. Echt? Auf Letterboxd. Och Mann, auch Eddie. Ja, der ist einfach richtig. Warte mal, war das der, den ich so gut finde? Ja. Open House auf mit dem Gerät. Netflix. Mit der Maschine im Keller. Ja. Ach, den mochte ich aber. Komisch. Aber ich weiß, da haben wir schon noch. Nee, du verwechselst den. Du verwechselst den. Du meinst diese Maschine, die so Zeitsprünge macht. Nein, ich meine die Maschine, die Leute aus dem Jenseits holt. Spoiler! Okay. Ja, der ist wirklich richtig schön. Ja, gut, das wird aber wollen wir nicht mal über unsere Listen sprechen? Weil wird es viele Reibungspunkte wieder geben, wer was gut findet und wer was schlecht. Ich würde nur ganz gerne sagen, dass meine größten Enttäuschungen dieses Jahr ganz klar Ready Player One waren, weil bin ich fast rausgegangen, aber das ist einfach nicht meins, scheinbar. Aber Enttäuschung, weil du dir mehr erwartet hast oder Enttäuschung, weil du ihn einfach verstanden hast? Also doch, nicht verstanden im Sinne. Ich verstehe das. Also das war einfach, der war nicht für mich. Das war mir zu laut, zu grell, zu schnell, zu viel CGI, zu viel virtuelle Kamera. Das ist einfach nicht mein Ding. Und die Story fand ich auch total doof. Aber dazu muss ich sagen, ich habe dann auch überlegt, wo der bei mir landet. Weil ich finde ihn auch nicht super. Ich fand ihn gut. Aber ich habe, glaube ich, im Nachklang dieses Gespräch, das wir mit Steven Spielberg auch hatten, das war so geil, dass ich den Film fast noch mehr gehypt habe, als ich ihn eigentlich hätte hypen wollen. Ich habe den mir gekauft. Ich habe den mit 4K gekauft. Also der war Angebot für 6 €. Aber nachdem du schon gesagt hast, dass du ihn scheiße findest. Nachdem ich ihn scheiße fand. Aber ich dachte mir, das ist ein 4K-Film, den kann man mal so, den sollte man vielleicht in der Sammlung haben und sich freuen. Habe ich mir angeguckt, 15 Minuten nach dem Rennen habe ich auch wieder ausgemacht. Nach dem King Kong-Rennen da am Anfang habe ich gesagt, nee, das ist mir zu doof. Ich habe auch irgendwie, bei mir ist es ähnlich, ich habe total oft den zu gucken. Und wenn ich ihn gucke, merke ich aber, warum ich den nicht mag. Ja, genau. Solche Filme. Weil man sich ja gute Szenen merkt. Mhm. Und da vielleicht, weil die wirklich gut. Es gibt ja, wir wollten spoilern, ne? Ja. Ja, ja, pass auf. Komm, wir machen allgemein Spoiler-Alarm. Zack. Okay. Hau raus. Ja, also anders geht's ja hier nicht. Also. Aber Antje, was du sagst und was du auch sagst, es ist genau das Problem von Ready Player One ist, dass der schlecht anfängt. Das war ein großer Fehler, dieses epische Rennen direkt an Anfang zu packen, weil der hat schöne Szenen und auch im Mittelteil und immer wieder mal, aber der hätte erstmal mit was anderem anfangen müssen, als mit diesem kompletten Overload an allem. Du fängst an mit diesem Rennen und im Buch ist das ja auch anders. Ja. Und du fängst an und du wirst erschlagen von 200
Charakteren und Andeutungen im Hintergrund und CGI-Effekten und Anspielungen und Easter Eggs. Und in unserem Alter gehst du erstmal rein, du bist nach 10 Minuten bist du schon fertig mit deiner Energie. Und das ist, glaube ich, das Problem bei dem Film. Die hätten erstmal so, er geht in die Highschool, trifft Leute, man lernt die Charaktere kennen, man lernt die Technik kennen und dann wäre es irgendwie, glaube ich, ein besserer Film gewesen. Aber was, ich meine, gut. Ich da hätte irgendwer gesagt, wir haben hier 20 Minuten Story und keine Actionsequenz, hat irgendwer gesagt. Da müssen wir irgendwas reinpacken vorne, sonst schlafen die Leute ein. Alter, machen wir ein Rennen mit King Kong. Sehr gut. Und vor allem die Szenen, die gut sind, also zum Beispiel die Shining-Szene, die sind halt wirklich so gut, dass man sich die dann merkt und denkt, wenn ich den Film jetzt gucke, dann kommt irgendwann die Scheidungsszene. Genau. Aber alles drumherum ist halt wirklich anstrengend. Das ist der Grund, wir hatten häufig die Diskussion, Daniel und ich, weil er sagt, guck mal, warum bewertest du auf Letterboxd einen Film mit 3,5 Sternen, gibst ihm aber ein Like, also ein Herz. Ja, das gibt ja diese zwei Optionen bei Letterboxd. Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich habe gemerkt, ein Like bekommt er, wenn ich einfach 1, 2 Szenen richtig toll fand und der Rest des Films aber trotzdem nicht so wahnsinnig überragend sein könnte. Aber ich sehe, das ist wie bei meinen Kindern. Den gebe ich 3 von 5 Sternen, aber ich liebe sie. Genau. Ja, zum Beispiel Schneeflöckchen. Schneeflöckchen ist so ein Film, den habe ich echt, den habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon gesehen, deswegen. Aber da sage ich, ey, der ist nicht einwandfrei, der ist viel zu lang, der hat hier und da seine Baustellen so, ist auch vielleicht nicht immer geil gespielt. Nichtsdestotrotz liebe ich den einfach für den Film dafür, dass es ihn gibt. Ja, weil sowas ist halt in Deutschland einfach Schneeflöckchen. Schneeflöckchen, ja. Sowas ist bis dahin in Deutschland einfach nicht möglich gewesen oder es kam man einfach nicht raus. Und da haben sich einfach mal Jungs hingesetzt, haben gesagt, wir haben hier die Eier oder wir halten die Eier und wir ziehen das jetzt durch und haben den Film über 5 Jahre Entstehung hin fertig gekriegt. So, ja? Und haben genau das gemacht, worauf sie Bock hatten. Und nicht irgendwelche Studios, nicht irgendwelche Filmförderfonds, nicht irgendwelche Zielgruppenanalysen oder sonst irgendwas, sondern haben einfach ihr Ding durchgezogen. Also. Und der Film ist, wie gesagt, der ist alles andere als rund und perfekt, aber trotzdem gebe ich dem ein Like oder ein Herz, weil er halt einfach so charmant in seinem Dasein ist. Ja, aber ich finde das zum Beispiel auch bei Ready Player One, ne? Wenn du dann auf einmal mit deinem Jugendidol da sitzt, und das ist ja nun nicht häufig, und dann sitzt ein Steven Spielberg da und erzählt in einer kindlichen Freude und mit einer Leidenschaft, warum, wieso, dann sitzt du einfach nur da und denkst, ja, jetzt verstehe ich das, jetzt hast du recht, stimmt, das ist total geil. Und dann romantisierst du, das geht mir ganz häufig so, dann romantisierst du einen Film, den du vielleicht beim Sehen gar nicht so toll fandst, aber, und da gebe ich dir total recht, dann willst du ihm mehr Sterne geben, weil du den Typen so geil findest, der ihn gemacht hat, ne? Es geht aber auch andersrum. Ja, es geht auch andersrum. Ich habe auch schon Interviews geführt, im Nachhinein fand ich den Film doch nicht mehr so geil. Nee, das stimmt. Also. Ey, das, weißt du, M. Night Shyamalan, ne? Mhm. Haben wir drüber gesprochen. Ich habe mich so auf Glass gefreut und dann habe ich mit dem Interview gemacht und dann habe ich gedacht so, Alter, jetzt mal ganz ohne Scheiß. In welche Zeitmaschine bist du bitte reingeraten? Er sitzt dann da. Immer noch so ein Ego, oder was? Nee, ja, aber dann sitzt er da und sagt so, ja, ich will nicht so ein CGI-Feuerwerk abschießen, ich bin basic, ich will, dass die Geschichte sich trägt. Und dann dachte ich so, After Earth? The Last Airbender? Hab ich da die Filme gesehen und du hast die gar nicht gemacht, oder was? Aber die hat er für Geld gemacht. Ja, aber ganz im Ernst, The Sixth Sense ist immer noch ein legendärer Film, ne? Und danach können wir The Village, ne? Und dann geht es stetig bergab. Ja, wieso? Der Alien-Film hier, Science, fand ich auch ganz gut. Science fand ich auch nicht, also nicht so gut wie Sixth Sense, aber er war immer noch richtig gut. Ja. Und ich muss auch sagen, Unbreakable wächst bei mir mit jedem Mal. Unbreakable. Aber, und Split kommt dann auch wieder. Aber da war so viel Scheiße dazwischen, wenn ich das mal so ganz deutlich sagen darf. Und vor allen Dingen, wenn du da mit jemandem sitzt, der seine Vergangenheit total ignoriert und sagt so, ich bin schon immer eigentlich derjenige gewesen, der geile Filme gemacht hat. Für mich ging es immer um die Story und für mich ging es nie um Special Effects. Dann denkst du, da verklärst du ja das, was du auch gemacht hast. Ne? Mhm. Sag doch einfach, ich habe viel Blödsinn gemacht, aber jetzt habe ich einfach mein Ding gefunden, das ist die Trilogie, die ich zu Ende bringen will mit Glas. Ne? Mhm. Und dann finde ich es auch super, aber ich mag das nicht, wenn jemand so tut, als wenn er schon immer ein Ziel verfolgt. Es ist so, als wenn Gerard Butler sagen würde, nee, ich habe nie Kackfilme gemacht. Ich bin reiner Kackfilmer. Genau. Ne? Ich bin reiner. Aber ich denke schon, er meint damit halt die Filme, an die man als erstes denkt. Ne? So wie Science zum Beispiel. Weil da gibt es im Grunde genommen fast überhaupt keine Special Effects, außer am Ende mal um Dreiecke. Aber du kannst ja trotzdem nicht einfach ausklammern, was du machst. Nein, natürlich, ich verstehe auch vollkommen, was du meinst. Als ob es die nie gab. Ich denke nur gerade,
was er wahrscheinlich gedacht hat. Nee, und da, aber der sitzt dann halt und der hat einfach ein extrem ausgeprägtes Ego. Das ist ja echt? Auch. Ja, okay, das wusste okay. ich. Okay, ne? Ja, aber der macht sich ja jeden Film selber ein. Ja, ja, genau. Und in Glas nicht zu kurz, ne? Also ist das so? Wieder ein. Echt? Ich weiß noch nichts. Nein, also ich sag mal nicht zu kurz, weil das ist so, wo du so denkst, warum machst du das? Also das brauchst aber du nicht. Aber er war auch in Science relativ, da war ja der Nachbar, ne? Da war okay, der ja, ich weiß, also, ich weiß. Was du weißt, was, ne, also ich, der musste mich jetzt mit Glas erstmal überzeugen und ich habe so ein bisschen Angst davor, ne, weil das, was er gezeigt hat, diese 20 Minuten oder sowas, das war beeindruckend, aber danach sagt er, ist alles nur noch in dieser Klinik, ne? Das ist ja auch kein Spoiler, das wissen ja alle, dass da in der Klinik ganz viel passiert, wo die drei Hauptprotagonisten dann sitzen und sozusagen therapiert werden sollen. Ne? Mhm. Und dann frage ich mich immer, kriegt er das hin? Aber also M. Night, falls du das siehst, ich gebe dir eine Chance. Werden wir sehen, am 6.1. vielleicht. Ja. Ja. So, wie wollen wir anfangen? Wollen wir mal mit dem anfangen, was hinten rausgefallen ist über die Top 10 oder direkt mit den ja, Top 10? Ja, aber da müssen wir uns, glaube ich, einfach nur kurz fassen. Ja, genau. Sonst wird das echt zu lang. Ist was hinten rübergefallen bei dir? Wie meinst du das? Naja, also was halt nicht in den Top 10 drin ist. Einfach mal so kurz runterrasseln. Also auf Platz 12, gerade in der letzten halben Stunde dazugekommen, nur Gott kann mich richten. Den hatte ich tatsächlich vergessen. Hab aber jetzt auch keinen aus meiner Top 10 gefunden, den er verdrängen würde. Aber will ich einfach noch mal hier so ein Honorable Mention, weil das war seit langem wieder ein deutscher Film, der mich wirklich gepackt hat. Und man sieht jetzt auch an so Sachen wie zum Beispiel Dogs of Berlin. Sorry, lieber Christian, Alter, das ist so schlecht. Es tut mir wirklich leid, weil Christian Albert war hier, das ist ein super Typ. Und ich glaube auch an seine Vision. Ich weiß, irgendwann wird er vielleicht mal erzählen, was da schiefgelaufen ist, ob budgetäre Geschichten oder weiß ich nicht was. Oder darstellerisch. Oder vielleicht. Ja, er hat nicht das gekriegt, weil ich glaube an seine Vision, aber das, was ich habe nur drei Folgen gesehen, kann sein, dass es danach mega aufwärts geht, aber was ich bis dahin gesehen habe, ist wirklich furchtbar. Und das zeigt mir aber auch, dass es gar nicht so leicht ist, sowas wie nur Gott kann mich richten, auf eine Art und Weise zu machen, die man in Deutschland auch abkauft. Ja, mhm. Weil bei Dogs of Berlin denke ich immer so, nee, sorry, Alter, Bruce Willis gibt's nun mal nicht in Deutschland. Und diese ganze Set, ich nehme dieses. Das ist halt Hochglanz-Trash. Ja, es ist Hochglanz-Trash. Und bei im Gegensatz zu Verblockt. Nur Gott kann mich richten, finde ich, aber das, da denke ich, das könnte eine Episode sein, die so wirklich. Ich habe ihn sogar in meiner Top 10. Ja. Ich habe ihn auf Platz 10. Nur Gott. Ich habe ihn auch in meiner Top 10. Ja. Ist der so gut, oder was? Ich fand nicht den. Bewusst. Das ist das Ding. Wenn der Film, sag ich mal. Kida Kada ist auch schon wieder dabei. Nehmen wir mal an, Moritz Bleibtreu wird gespielt von Michael Fassbender. Mhm. Und sagen wir mal. Edin ist auch super. Genau, Edin ist Joel Edgerton zum Beispiel und sonst irgendwas. Und dann könnte dieser Film problemlos aus Amerika kommen und würde sagen, hey, cooler, richtig schön, Down-to-Earth-Thriller, irgendwie Großstadt-Thriller. Nee, weil er schafft den Spagat zwischen Tiefe für die Figuren, ne? Also dass du die verstehst, die und Action. Also was ist so eine Härte, das, was Eddie gerade gesagt hat, was andere Serien vermissen, wo du es nicht abkaufst, weil das ein Stilmittel ist. Und hier ist es kein Stilmittel, sondern hier ist es, finde ich, Teil der Geschichte. Und ich finde den, also du sympathisierst, du hast deine Leute und gehst auch mit. Also als ich den gesehen habe, war ich war voll drin. Ja. Richtig drin. Und das muss ich auch sagen, das schaffen nicht viele Filme. Hm. Also gerade deutsches Gangsterkino hat mit Nur Gott kann mich richten auf jeden Fall einen richtig schönen, guten Vertreter. Genau. Und dementsprechend habe ich den auch auf 10 genommen. Und ich hatte auch überlegt, ob Familie noch höher reinkommt, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und gerade bei jetzt im Vergleich zu Dogs of Berlin sind in Nur Gott kann mich richten auch die Dialoge so, als wären sie wirklich gesprochen und nicht ausgedacht. Also da wird nicht gesagt, lass uns die Kurve. Aber jetzt mal ganz kurz. Also Dogs of Berlin, weil ich habe das und das gehört, ihr seid alle. Du, ich guck's mir, ich habe jetzt die ersten 6 Folgen gesehen, ja. Ich guck da halt irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen auch fasziniert zu, weil ich teilweise. Guilty Pleasure. Ja, so Guilty Pleasure-mäßig so. Ja, weil halt irgendwo ist es dann doch interessant, weil ich kann nicht abstreiten, dass es mich dann irgendwie interessiert, wie er jetzt die Kurve kriegen will oder die Hinführung noch schafft oder was mit dem Typ noch passiert und manches ist. Aber auch ist die Geschichte abstrus oder sind die. Ja, ist die Geschichte ist abstrus und die Figuren Dialoge sind nicht gut sind gespielt. Die Dialoge sind halt leider echt nicht wirklich gut. Schauspielerisch ist einfach. Du brauchst dir nur die ersten 10 Minuten angucken. Da läuft der Hauptdarsteller aus seiner Wohnung runter an eine Straße und unterhält sich mit zwei jungen Polizisten. Mit einem Baby auf dem Arm.
Mit dem Baby auf dem Arm. Die beiden Polizisten, das glaubst du nicht, das ist Bauerntheater von der schlimmsten Sorte. Okay. Brauchst du dir echt einen Anzug? Gut. Ja, aber dann gut. Aber viele sagen halt auch, obwohl es so abstrus ist, bleiben sie dran. Weil sie das interessiert, was da passiert. Ja, aber das ist wie der Autounfall, den du... Genau. Ja, ja, aber genau. Andererseits, ich dachte mir vielleicht ist das hier auch cool, dass es so bei uns jetzt auch so hochglanz-trashige Gangster-Serien gibt. Also wir haben jetzt so die Four Blocks, das ist so eine Nummer, die haben sich auch ein bisschen verändert von der ersten zur zweiten Staffel. Die zweite ist viel ruhiger und viel mehr auf Drama und viel mehr kinoartig, wohin die erste Staffel sehr, zum Beispiel auch sehr wild geschnitten war und wackelig und so weiter. Und das haben wir, und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch sowas mit so Macho-Prolls und Cops. Ich meine, es liegt ja in der Natur der Sache, dass wenn du anfängst, viele Sachen zu produzieren, dass das nicht alles super ist. Ich finde das eigentlich fast schon wieder okay. Das ist, ne, es ist also, ne, Dark und dann, ne, Four Blocks und dann. Ich meine, die Amerikaner Berlin haben halt auch The Wire, NYPD Blue und CSI, so, ne? Ja, aber zum Beispiel The Shield und The Wire kannst du nicht vergleichen. Nee, kannst du nicht vergleichen. Beide werden immer so, guckt euch die beiden Serien, also. Ja, also insofern, das stimmt schon, es muss nicht jede Serie gleich HBO, The Wire oder Sopranos-Niveau erreichen. Es kann auch mal einfach. Kann auch gar nicht. Kann auch mal ein bisschen, ja, es kann auch mal was Seichtes sein oder so. Aber man erwartet natürlich immer, dann, man vergleicht natürlich auch gerne. Aber ich glaube ja, dass die deutsche Fiction-Szene, die fängt ja jetzt gerade erst an mit den Streaming-Plattformen und der Kohle, die da reingeballert wird. Da werden in den nächsten Jahren, werden wir viele deutsche Serien sehen und da werden bestimmt auch viel Schrott sehen, aber werden vielleicht auch die ein oder andere neue Perle entdecken. Ganz genau, solange jede 20. Und Serie hoffentlich nicht jede Serie in Berlin gedreht, ne? Ja, das wäre langsam auch mal wirklich echt abwechslungsreich. Ne, also das, ne, oder? Ist ja wie in jedem deutschen Film Berlin, wie in jeder deutschen. Es kommt jetzt auch nochmal eine Gangster-Serie in Frankfurt. Vielleicht war deshalb auch nur Gott kann mich richten so gut, weil er nicht in Berlin spielt. Ja, stimmt. Weil er in Frankfurt spielt. Nein, aber das ist ein Punkt. Ja, auf jeden Fall. Wenn du immer die gleiche Straßenecke siehst und immer die gleiche Brücke in Berlin. Der Fernsehturm bei Sonnenaufgang. Ja, ja. Und es gibt halt nicht nur harte Pflaster in Berlin. Ja? Frankfurt ist halt perfekter Show. Aber das ist ja das, was ich sage bei Dogs of Berlin, wo du dann denkst, so, da werden hier die krassesten Sachen auf offener Straße ausgetragen. Du denkst hier, 90% der Zuschauer wohnen um die Ecke und sagen, nee, sorry Leute, ey, da esse ich jeden Tag meinen Döner, da ist halt noch nie was passiert. Also du musst halt irgendwie eine Glaubwürdigkeit zu dem Land oder zu der Kultur, in der das spielt, herstellen und kannst den nicht verkaufen. Ja, Verfolgungsjagd auf der Autobahn mit Explosionen und so weiter. Sorry, Alter. Das Schlimmste, was auf der A3 bislang passiert ist, dass sie gesperrt wurde für 2 Stunden in Ostern. So, weißt du, also. Ja. Eddie, was ist noch hinten rausgefallen? Bei mir? Ja, Platz 11. Platz 11, Hereditary. Aber der ist ja bei euch allen in den Top 10. Auf jeden Fall nicht. Ich kann mich nicht mal an die Filme. Und auch nur deshalb, weil Hereditary, wir haben schon oft drüber geredet, Horrorfilme, mein Lieblingsgenre eigentlich. Allerdings bin ich da natürlich auch besonders kritisch. Und das ist schon ein guter Ableger, muss man sagen. Das Ende persönlich hat dann nicht so abgeliefert, wie ich es mir irgendwie erhofft habe. Es war mir vielleicht auch dann den Tacken zu weird am Ende. Oder so, ich weiß es nicht, aber bis dahin, es hatte schon, wir hatten ja bei Filmfights, haben wir drüber geredet, wo Steven ja nächstes Jahr übrigens, wann? 4.1.? 4.1. 4.1. zu Gast ist. Und wir hatten bei Filmfights, hatte Stefan Tietze, Hereditary auch erwähnt als einen Film, ich glaube, die Frage war, nach welchem Film kann man nicht mehr schlafen? Und da hat er den genannt, unter anderem wegen dieser berühmten Szene, wo die Tochter quasi nach einer Party, sie ist irgendwie das Einzige, woran ich betrunken oder ich weiß gar nicht, was sie ist. Nee, sie hat Nüsse aus Versehen. Sie hat Nüsse gegessen, sie hat eine allergische Reaktion. Und hält ihren Kopf, um besser atmen zu können, aus dem Auto. Und dann kommt völlig aus dem Nichts, kommt quasi ein Verkehrsschild und reißt dem Mädchen den Kopf ab. Mhm. Und der Junge ist so geschockt, dass er das halt niemandem mehr oder weniger sagt. Und dann diese Szene, wo er am nächsten Morgen aufwacht oder geweckt wird vom Schrei der Mutter. Mhm. Man sieht es nicht, man hört nur, man sieht den Jungen im Bett liegen, wie er wach wird vom Schrei der Mutter, die ihre tote Tochter sozusagen auf der Rückbank ohne Kopf liegen sieht. Das ist eine so krasse Szene, dass der Film auf jeden Fall erwähnenswert sein muss im Horrorgenre. Aber so ganz rund fand ich ihn dann am Ende nicht. Deshalb ist er nur auf Platz 11. Mhm. Aber ist schon ein sehr guter Horrorfilm. Auf jeden Fall. Ihn mag ich eigentlich auch ganz gern. Das ist auch der Typ, der in Boston den Terroristen gespielt hat. Ist das der, ja? Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Steven, ist bei dir noch hinten rüber irgendwas groß gefallen? Boah, ich hab versucht, mich wirklich mal auf die Top 10 zu konzentrieren und bin dann am Ende relativ rigoros durchgegangen. Ich muss sagen, ich würde gerne einen Film erwähnen, den ich nicht in die Top 10 gebracht habe, aber der mich total begeistert hat, jetzt einen deutschen Film. Der Junge muss an die frische Luft.
Aber kommt der dieses Jahr noch? Der kommt am 25. Dezember raus. Ach, der ist ein Sonderstart. Genau, Kerkeling. Von Harpe Kerkeling, basierend auf seinem Buch. Das ist ja autobiografisch, es geht ja um seine Kindheit. Und vor allen Dingen, auch hier an dieser Stelle Spoiler-Alarm, es geht ja um den Freitod seiner Mutter, die an Depressionen gelitten hat. Und vor allen Dingen, wie er als Kind darauf reagiert. Ich finde, und das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein sensationeller Film, es ist einer der besten deutschen Filme in diesem Genre, die ich wirklich in langer, langer Zeit gesehen habe, weil es geht um die Familie, wie die es auffängt, es geht um Liebe, es geht um Trauer, aber vor allen Dingen ums Herz. Also das ist ja im Ruhrpott-Milieu, Joachim Kroll ist dabei, Sönke Möhring ist dabei, die Omas werden von großartigen Theaterschauspielerinnen gespielt und du gehst durch diesen Film, du weinst, also ich habe ihn in der PV alleine gesehen im Kino, was immer scheiße ist, aber ich hab geweint, ich habe ganz viel gelacht und ich muss sagen, ein wirklich, wirklich toller Film. Also das ist für mich einer, der würde normalerweise hinterher schießen. Ich bin ja auch sehr kritisch bei deutschen Filmen, sage ich ja auch immer wieder, weil ich mit dem Probleme habe, manchmal in der Erzählung, wie es gemacht wird und vor allen Dingen bei Kinderschauspielern wird es immer schwierig. Ne? Die Leichtigkeit, die englische und amerikanische Kinder haben, das haben die meisten Deutschen leider nicht. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich glaube, es liegt auch an den Umständen, wie gedreht wird und worauf die achten müssen. Aber die haben einen Jungen gefunden, der spielt Harpe Kerkeling als 8-jährigen Julius Weck auf, in einer großen Runde gecastet. Unfassbar. Also wirklich, wie der Trauer, Leichtigkeit, Humor, alles miteinander vermehrt. Ich hab da gesessen und gesagt, das ist ein Sechser im Lotto. Wer hat Regie geführt? Caroline Link. Du hast ihn auch schon gesehen, ne? Ich habe ihn auch schon gesehen. Den Hauptdarsteller finde ich fantastisch. Vor allen Dingen mag ich Luise Heyer als Mutter. Ja. Ich habe die das erste Mal gesehen in so einem ganz kleinen Film. Wie hieß sie noch? Ja, da auch in Dark mitgespielt. Genau, ne? Zum Beispiel, mir fällt der Einmal bitte alles. Das ist so eine ganz kleine deutsche Tragikomödie von vor 2 Jahren. Da habe ich sie das erste Mal gesehen und fand sie fantastisch. Hier finde ich sie auch großartig. Ich mag den ganzen Cast. Ich finde das Skript richtig gut, wie das halt einfach diese Balance findet zwischen der wahnsinnig herben Ausgangslage und dadurch, dass es ja alles aus der Sicht des Jungen erzählt ist, kriegt man es zwar mit, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also zum Beispiel, man sieht sehr, sehr oft, das ist mir beim ersten Mal gucken fast schon negativ aufgefallen, man sieht sehr, sehr oft, wie er zum Beispiel einfach mit seinem Pferd irgendwie durch den Wald und über Wiesen reitet und ich dachte die ganze Zeit, ja, ich habe irgendwann gerafft, dass das so sein Ausgleich war, aber ja, man erzählt es rückwirkend aus seiner Sicht und natürlich bleiben dann solche Momente sehr, sehr präsent einfach dann auch im Film vertreten und was mich auch beim ersten Mal gucken eher gestört hat, mir war der ein bisschen zu deutsch, er war mir zu hell ausgeleuchtet durchgehend, die Farben, das war mir alles zu viel, das war alles so, es wirkte inszenatorisch inszeniert, weil so sehen einfach keine Wiesen und keine Straßen, so sehen die einfach nicht aus, aber dann dachte ich mir auch wieder, ja, es ist alles aus seiner Sicht erzählt und aus seiner Sicht ist das alles so farbenfroh, da scheint die ganze Zeit die Sonne an den schönen Tagen und deshalb rückwirkend finde ich ihn nochmal viel stärker. Ich muss aber auch sagen, der Film hat in meinen Augen trotzdem ein Problem, das sehr viele deutsche Filme haben, nämlich dieses fast schon theaterhafte Spiel. Nicht unbedingt bei dem Jungen, sondern in der Interaktion mit mehreren Schauspielern. Wenn einer redet, dann sind 2 Sekunden Zeit, damit der andere darauf antworten kann. Also da geht so ein bisschen die Dynamik flöten, finde ich. Aber das ist so ein kleiner Punkt, der mich an dem Film gestört hat. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich finde zum Beispiel diese ganzen Szenen mit den Großeltern, also ich habe den abgenommen, dass das die Großeltern von dem Kleinen sind. Also ich habe, das geht mir auch häufig so, dass ich dann anzweifle, ist das wirklich die Tante oder die Oma, ne? Also das klingt jetzt so doof, oder die Mama. Aber in dem Fall hatte ich wirklich jedes Mal, das sind so kleine Sachen, ne? wo die Tante am Ende reinkommt und sagt so, und er fragt, gehst du schon? Und er sagt so, und sie sagt, nein, ich wollte die Nummer zeigen. Also die Nonne, ne? Also sie sagt dann, nee, die wollte ich mich ja mal ohne... Du wolltest mich jetzt mal ohne mein... Du wolltest mal meine Haare sehen. Das könnte immer total kitschig rüberkommen. Ja. Aber ich fand es total charmant. Und ich finde, er hat so eine ganz bezaubernde Leichtigkeit. Mhm. Ne? Und er hat ja komischerweise auch physisch und vom Gesicht her eine totale Ähnlichkeit mit Harpe Kerkeling. Ja. Aber den Film wollte ich, wie gesagt, einfach nur erwähnen, weil der mich wirklich auch mit den Kritikpunkten, die ich nachvollziehen kann von dir, wirklich positiv angefasst hat und ich fand emotional einfach auch schön. Ne? Also ich finde, der hat ein paar Fragen, ne, für mich auch aufgeworfen. Ne? Wie bin ich
zu Kindern, wie bin ich in meiner Familie, was ist mir eigentlich auch wichtig, ne? Und das ist ja so ein bisschen theatralisch jetzt gesagt, die Message, ne? Dass die Familie einfach auch viel kompensieren kann und auffangen kann, wenn man sich öffnet und auch zusammenhält. Und das finde ich einfach toll. Also das fand ich an diesem... Habt ihr denn das Buch gelesen? Nee, ich habe es nicht gelesen. Ich kriege jetzt gerade tatsächlich Bock aufs Buch. Nicht, dass ich nicht Lust habe auf den Film, aber... irgendwie, das Buch ist ja auch ein mega Bestseller. Ne? Ja, genau, 1 Million mal verkauft. Ne? Also hin, sie hier, ich bin da mal weg. 5 Millionen mal das erfolgreichste deutsche Sachbuch in der Nachkriegszeit. Deshalb glaube ich auch, dass der Film jetzt wahnsinnig erfolgreich werden wird, wenn man schon überlegt, dass der eine Abschnitt von Harpe Kerkeling, wo er gepilgert ist, dass da schon 1,5 Millionen Deutsche reingegangen sind, weil sie einfach Harpe Kerkeling als Person mögen. Mhm. Und jetzt geht es direkt um seine Kindheit und nicht nur um diesen einen Abschnitt, wo ich jetzt sagen würde, das ist eher so Special Interest, dass da halt Leute reingehen, die sich auch, keine Ahnung, fürs Pilgern oder so interessieren. Deshalb glaube ich, wird er sehr, sehr erfolgreich werden. Und als einen Punkt, den ich noch sehr wichtig finde, ich finde, er verklärt nicht, obwohl er wirklich sehr kindlich teilweise erzählt ist. Man kriegt trotzdem immer den Eindruck, wie schlimm das alles ist. Und das finde ich sehr, sehr wichtig für so eine Art Film. Cool. Das hört sich ja vielversprechend an. Wir sind gespannt, wenn wir den dann auch dann im nächsten Jahr gesehen haben. Jetzt machen wir erstmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit, ja, ein bisschen Voran, ein bisschen Vorwärtsdrang. Bis gleich. Das ist die Perspektive von der Tochter. Ja. Egal. Und damit willkommen zurück zum Jahresrückblick 2018 hier bei Kino Plus. Wenn du mir erlaubst, würde ich kurz mal vielleicht hier so ein, zwei Sachen von meinem, was bei mir hinten runtergefallen ist. Unter anderem, ich nenne jetzt auch nur das, was wahrscheinlich bei niemandem drin ist. In den Gängen ist bei mir leider nicht in der Top 10 gelandet. Den fand ich ziemlich stark. Diese Wendeverlierer-Geschichte über einen Staplerfahrer in einem ostdeutschen Großmarkt, der sich halt in eine Lageristin verliebt. Und wirklich ein ganz zauberhafter Film. Klingt ganz interessant. Ein ganz zauberhafter Film über Menschen, die halt einfach, ja, die halt einfach nicht profitiert davon haben, dass die Mauer gefallen ist. So, die halt irgendwie auf der Strecke geblieben sind und jetzt versuchen, so in ihrem kleinen Mikrokosmos so eine Art Familie aufrechtzuerhalten. Alle privat irgendwie, alles nicht so, bei allen nicht irgendwie alles im Grün. Aber dort, in dieser kleinen, dieser Großmarktfiliale, da funktioniert ihre Welt irgendwie in geordneten Bahnen, in geordneten Linien, weil halt überall Regale sind und so nach geordneten Zeitplänen. Aber da kriegen sie halt auch irgendwie das Verständnis und die Wärme, die ihm wohl im Privaten halt auch fehlt. Und großartig gespielt von Franz Rogowski. Ganz toll hier, wie heißt die Frau? Sandra Hüller. Auch toll. Und hier der Vorgesetzte von ihm. Der Bruno. Clemens, ich weiß nicht, wie Clemens der. Meyer. Wie? Clemens Meyer. Peter Kurt. Peter Kurt. Peter Kurt. Peter Kurt ist ganz groß. Eine 50-50 schon. Ja, den fand ich halt toll, kann ich erwähnen. Wen ich auch echt, welcher Film mich echt fertig gemacht hat, ist Loveless. Ein russisches Familiendrama über eine Scheidung, unter der das Kind sehr zu leiden hat. Ach, das ist von dem Regisseur, der auch Leviathan gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, es klingt genau wie Leviathan. Also hattest du den? Ey, und den fand ich halt auch. Der hat in der ersten Viertelstunde hat der eine Szene, wo der kleine Junge mitkriegt, wie die Eltern sich streiten. Und diese Szene hat mir das Herz gebrochen. Aber kann ich nicht gucken. Ne? Da wollte ich gerade sagen, das darf ich mir niemals angucken. Ja, das war schon echt krass. Aber auch ein toller Film, meiner Ansicht nach. Score, eine Geschichte der Filmmusik, hatte ich auch in meiner Top 20 drin. Die Dokumentation, die hat mir doch sehr gefallen, weil ich einfach es schön fand. Da haben wir eben drüber schon geredet, dass es halt so kompakt einmal alles zum Thema Soundtrack und Wirkung und halt, weiß ich nicht, was Musik halt ausmacht, irgendwie erzählt und dann halt wirklich tolle Leute zu Wort kommen und so schöne Geschichten zu Wort kommen, wie dieses Piano, deren Seiten sie über das ganze Tal gespannt haben, um da irgendwie gewisse Sounds mit zu kreieren. So. Das fand ich echt. Die sind so super spannend, ne? Mal zu hören, was ist die Inspiration für bestimmte Klänge und dann mal dahinter zu gucken, was da passiert. Und ich muss echt sagen, da gibt es so einen Abschnitt über John Williams, ne? Und den habe ich durchgeheult. Weil wirklich all die Erinnerungen, all diese Flashbacks irgendwie da mit der Musik irgendwie kommen und das fand ich halt einfach sauschrank. Vor allem, wenn du dir mal überlegst, was der. Entschuldige. Nein, du warst schneller. Nein, wenn du dir mal überlegst, was John Williams geschaffen hat, ne? Mhm. Das ist unfassbar. Wie alt war der als der Star Wars? Da war er schon alt. Der war schon 50 oder 60, glaube ich. Nee, 60, nee, ich der sagen. Ist. Nee. Also er war 23er. Nee, 23, 50 war der, doch. 55, stimmt. 23er Jahrgang. Der war schon 55?
Nee, aber was ich an der Doku zum Beispiel mag, ist, dass sie mal nicht auf die altbekannten Scores blickt, ja, sondern, ich meine, irgendwo gibt es einen Abschnitt, da geht es auch um den SpongeBob-Film, das weiß ich noch. Also die nehmen sich auch mal so aktuelle Scores vor und erklären dann Sachen, die in anderen Sachen schon an den typischen Jurassic Park oder, keine Ahnung, an den typischen bekannten Pirates of the Caribbean Scores alles schon durchgekaut wurde. Ja. Und hier wird es mal ein bisschen moderner. Ende 40, warte. Okay. Ende 40. Ja, ja, Score fand ich echt cool. Dann, was habe ich hier noch? Ein Film, der es wirklich auch noch knapp in meine Topliste jetzt oder in die Top 20 geschafft hat, ist Bumblebee. Hm. Ich war wirklich. Seriously? Ja. Der Bumblebee ist ein Blockbuster, den ich jetzt mittlerweile schon schmerzlich vermisse. Denn er ist klein, er ist kompakt, er konzentriert sich auf seine, sag ich mal, Figuren. Für ihn steht das Action-Spektakel nicht unbedingt im Vordergrund. Er traut sich, Szenen halt auch einfach mal traurig stehen zu lassen oder zu beenden. Es gibt viele Momente in Bumblebee, zum Beispiel, wenn man halt irgendwie denkt, jetzt kommen Mädchen und Junge zusammen oder sowas, und jetzt kommt die große Romantikszene, wo dann heißt so, nö, ist nicht. Sag mal, blöde Frage, ist das nicht weiblicher Drehbuchautor und weibliche Regisseurin? Nee, Travis Knight. Aber die Drehbuchautorin ist weiblich. Ja, ja. Hayley Steinfeld ist super. Die macht das echt cool. Ich hatte Spaß mit John Cena. Es ist einfach ein kleiner, gemütlicher, entspannter Blockbuster über Autoroboter aus dem All. Das tut dem Film total das gut. Wahrscheinlich der beste, das wäre wahrscheinlich der bessere, allererste Transformer gewesen. Also ich hätte als Zwölfjährigen hätte ich diesen Film bis in alle Unendlichkeit geliebt, weil er halt wirklich auch das Design der Autobots und jetzt kriege ich ja sogar ein bisschen Gänsehaut, Daniel. Was ist denn jetzt los? Nee, aber ich finde zum Beispiel auch, und das merkst du, dass Travis Knight das gemacht hat, ne? Also weil der ja die Erfahrung hat, Bumblebee hat eine ganz andere emotionale Tiefe. Ja. Ne, also vor allen Dingen gibt es ganz viele Close-Ups und diese Umarmung auch mit Hayley, wo du ganz viel in seinen Augen siehst und in dieser, was du bei den anderen, bei Michael Bay verschwimmt das ja zu so einem CGI-Brei, ne? So einem Farbenbrei, wo du gar nicht mehr weißt, wer kämpft jetzt gegen wen. Und da ist es wirklich, und ich finde, was ich total geil finde, ist diese 80er-Jahre-Ausstattung, diese Detailverliebtheit. Du hast wirklich das Gefühl, manchmal hast du das Gefühl, die gehen in eine Zeit, ne, und dann passt alles im Interieur, aber außen klappt das nicht so. Da siehst du ich habe das Gefühl, die ganze Zeit, du bist in den 80ern. Ne? Das haben sie wirklich echt schön rekonstruiert. Ja, ich kann dem Film vorwerfen, okay, der baut da am Anfang und am Ende so belanglose Bombast-Action-Szenen ein, die halt einfach im Rest irgendwie verpuffen so. Ich kann auch vorwerfen, dass der halt sich wirklich gnadenlos auf die 80er Jahre stürzt und halt schon wieder daherkommt und versucht halt mit der Nostalgie irgendwie zu arbeiten. Aber ich finde, das passt alles stimmig ineinander und ich fand es einfach so angenehm zu sehen, dass der Film nicht immer höher, weiter und schneller ist, dass der Film einfach mal auf die Bremse tritt, dass der Film Gefühle zulässt und dass der Film halt auch diese ganze Pipi-Kaka-Humorscheiße, die Michael Bay dann irgendwann in diese Filme mit eingebracht hat, komplett außen vor lässt. Es war halt einfach ein charmanter kleiner Blockbuster. Und eine schöne Szene, um das noch als Spoiler kurz vorwegzunehmen, ist, wenn Bumblebee in dem Haus anfängt, Slapstick-mäßig ja immer mehr kaputt zu machen. Es ist E.T. Auch ganz schönes, ne? Also es ist E.T., keine Frage, wirklich keine Frage. Aber bevor ich jetzt irgendwie den x-ten Skyscraper oder Rampage oder Mac oder sonst irgendwas sehe, da ist Bumblebee 10-mal weiter vorne. Also ich weiß nicht, du siehst eh nicht, oder hoffentlich. Also bei mir wäre er auch fast drin gewesen. Ich glaube, momentan ist er auf Platz 24. Das weiß ich nur deshalb aus dem Kopf. Das weiß ich nur deshalb aus dem Kopf, weil ich dir das gesagt habe. Und er wäre noch höher gewesen, wenn der Bösewicht nicht gewesen wäre, weil das ist ein Film, der hätte keinen Schurken gebraucht. Eigentlich nicht, ne. Und dadurch kommen halt eben, was du gerade schon gesagt hast, am Anfang und am Ende eben doch deutlich besser als in Transformers aussehende, aber halt eben störende Action-Sequenzen zustande, von denen ich sag, das wäre einfach ohne den Bösewicht besser gewesen. Aber selbst das Finale ist angenehm klein gehalten. Ja. Es beschränkt sich nur auf ein, sag ich mal, kleineres Areal und da wird halt eine Sache versucht zu erledigen oder zu lösen und das war's. Also es ist kein Weltretten. Es gibt jetzt nicht irgendwie die riesengroße, sag ich mal, Armada, die plötzlich vom Himmel kommt und sonst irgendwas. Das ist alles konzentriert auf, glaube ich, insgesamt drei, sag ich mal, Protagonisten oder Teilnehmer an diesem Kampf. Und das fand ich halt auch wieder echt, ja, einfach charmant. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Okay, und ein Film, den ich noch drin habe, der mich halt einfach aufgrund seines der Kinoerfahrung richtig geflasht hat, das war The Night Comes for Us. Den habe ich in meiner Top 10. Ja? Ja. Ja.
Schön, freut mich sehr. Aber der Netflix. Der Netflix Asia-Prügelfilm, I think they actually killed that guy, Genre. Ja, also ich finde, der hat mir so viel Spaß im Kino gemacht. Aber den habe ich halt auch im Festival gesehen und es gab halt noch und nöcher Szenenapplaus. Deswegen, ja, da kannst du dich da nicht. Aber auch wieder geil, ne? Wenn du sowas nämlich mit Publikum guckst, dann hypt das einige Sequenzen einfach viel mehr. Deswegen, ich bin mittlerweile, also Pressevorführung ist super, weil wir natürlich Dinge sehen dürfen, bevor sie rausgekommen sind. Aber ich finde es tot, ja, genau. Und ich finde es manchmal wirklich anstrengend, wenn dieselben Kapalken, ne, der gleiche Filmjournalist, erste Reihe links außen mit seinen Plastiktüten und erstmal ganz ernst, ne? Das kann ich, das hatte ich bei Deadpool, habe ich in der Pressevorführung gesehen und dann nochmal mit Publikum. Mit Publikum. Und das war so viel geiler mit Publikum, ja, weil die Leute so abgegangen sind und sich so kaputt gelacht haben. Du sitzt natürlich schon da und weißt, okay, jetzt kommt gleich der Gag und freust dich dann so, wie die Leute sich kaputt lachen oder so. Und in der Pressevorführung siehst du dann meistens so, ja, das war ganz gut, hast du den Meta-Gag verstanden? Ja, ja, genau. Nee, ja, aber das ist genauso wie auch bei Premieren, ne? Dieses klassische Premierenpublikum, das eingeladen wird, ne? Die dann auch immer gerne kommen, vor allen Dingen in Berlin, ne? Dann sitzen die alle so und dann sagst du, ey, Tom Cruise, Brad Pitt und Angelina Jolie machen Dreier jetzt vorne auf der Bühne und alle sind so. Dann denke ich immer so, ey, ganz ohne. So geht, ne? Das da aber. Nein, nein, aber ich denke dann immer, ihr kriegt doch echt was Tolles geboten, dann geht doch, macht ein bisschen Action. Und mittlerweile, und das ist auch etwas, was man den Filmverleihern mal sagen muss, dass die mehr Kaufkarten rausbringen sollen. Ne? Also, dass echte Fans für eine Premiere Karten kaufen können. Ja, ja. Weil wenn du da 100 oder 50 Fans drin, die richtig Bock haben, die machen so eine Stimmung, das macht so einen Spaß. Ja. Die jubeln, die freuen sich, die gehen richtig mit und das steckt einfach alle und an. Und das ist ja auch letztendlich, wir reden ja immer über Kino, geht zurück wegen Netflix und so weiter und so fort. Das ist ja der große Vorteil eigentlich, den das Kino hat, genau. Dieses gemeinschaftliche mit Publikum gucken, was ja im Sport völlig selbstverständlich verständlich ist, da wird das noch gepusht durch, weiß ich nicht, Ultraszenen, die Geld kriegen, um geile Choreografien zu machen. Und im Kino musst du eigentlich auch dafür sorgen, ich will jetzt nicht sagen, dass du Ultra-Kinogänger machen sollst, die dann da mit Flaggen stehen und so, aber du musst im Prinzip diesen USP, den das Kino hat, den musst du eigentlich herausarbeiten, dass die Leute haben, ja, ich gucke mit denen im Kino an, weil ich will den mit Leuten sehen. Wir machen das bei Star Wars und so, ist ja auch immer, wir freuen uns richtig, wenn dann irgendwie den mit Leuten zu gucken, die normal sind, weil das ein anderer Vibe ist, auf jeden Fall. Um eine Lanze zu brechen, ne? Und Night Comes For Us, wie gesagt. Hab ich leider nur auf Netflix alleine im Bett geguckt. Ja, aber der war halt, wie gesagt, das Kino war voll, alle natürlich schön, ne, gepolt auf Gewalt so und. Gepolt auf Gewalt. Naja, die gehen in den Film. Schön auf Gewalt. Die gehen in diesen Film von diesem Timo Tiamatio oder wie er heißt, der halt wirklich bisher irgendwie makabre, irgendwie so ein krasser Splatter-Film, Killers hat er gemacht, den hast du auch gesehen. Ja, also der hat irgendwie halt nur harten Stuff. Oder hier diese Sektenfolge bei VHS 2. Könnt ihr die ist geil. Ja. In Asien, da? Ja, die hat er zusammen mit dem Regisseur von The Raid gemacht. Ich mag ja die VHS. Ja. Und deswegen The Night Comes For Us, wie der bejubelt wurde, geiles Gefühl. Und dann noch einen Blockbuster oder etwas größeren Film, der irgendwie leider echt auch wirklich echt untergegangen ist, was ein bisschen schade ist. No Way Out gegen die Flammen. Den habe ich, gesehen. Den habe ich jetzt auch nochmal in meine Top 20 gepackt, weil, ey, wirklich, der hat mich echt überrascht. Der war geil gemacht. Der hat echt gute Schauspieler gehabt. Stimmt. Und der hat am Ende eine Emotionalität erzeugt. Da ist mir echt im Klo wirklich das sowas von derartig schwer den Magen runter oder den Hals. Hab ich echt gesagt. Ja, aber guck mal, das ist so komisch. Es kommen so viele Filme dann auf einmal, ne, die schwappen dann wieder rein. Aber stimmt's. Mit Miles Teller auch. Mit Miles Teller, mit Josh Brolin und noch richtig, Jennifer Connelly und noch richtig vielen anderen Leuten so. Und wirklich, die Feuerbekämpfungsszenen, die sind richtig gut. Die Bilder, die der Regisseur irgendwie da am Anfang und auch mittendrin findet. Wirklich tolle Bilder. Und dann, wie gesagt, am Ende. Wirklich, da gibt's eine Szene mit Jennifer Connelly. Hätte ich auch nicht erwartet, so. Ja, die hat mich emotional umgehauen. Also wirklich, das war richtig gut. Das war richtig gut. Also dementsprechend, für den wollte ich auch nochmal eine Lanze brechen, weil der halt wirklich sehr oft irgendwie untergegangen ist oder einfach nicht den Leuten präsent ist, so. Ja, das wären so bei mir die größeren. Alle anderen, die runtergefallen sind, die sind bei euch noch irgendwie in den Top-Listen. Deswegen sage ich da jetzt nichts mehr zu. Antje, ist bei dir noch irgendwas runtergefallen im Sinne von, ich habe dir ja 20 geschickt. Ja. Also aus den. Die ich nicht mehr hier habe. Die du nicht mehr da hast. Okay. Ich habe vorhin nämlich noch Texte zu den Filmen geschrieben, die hinten runtergefallen sind. Vollblüter habe ich beispielsweise noch dabei. War Vollblüter? Ein, der Thoroughbreds. Das war ein Regiedebüt, was ich mir nicht erklären kann, dass es ein Debüt war, weil es halt wirklich
der hat einen Stilwillen, dieser Film, wo ich jetzt davon ausgehen würde, dass der Regisseur schon 10 Filme in dieser Art gemacht hat. Es geht um zwei junge Frauen. Du musst mir mit den Namen helfen, weil ich mir keine Namen merken kann. Olivia Cooke und Anya Taylor-Joy. Genau. Wie sie im Film heißen, weiß ich jetzt leider nicht. Nee, das ist ja geil. Hauptsache die Schauspielerin. Und die beiden, eine davon fühlt gar nichts. Sie sagt, sie kann einfach nichts fühlen, egal ob Trauer, Freude, was auch immer. Und die andere ist hochsensibel. Und die beiden waren mal befreundet und plötzlich treffen die sich wieder, weil die eine zu Hause nach einem Zwischenfall zu Hause verkümmert alleine und die Mutter sagt ihrer ehemaligen besten Freundin, hey, kümmere dich mal um die. Welche Altersklasse reden wir da? Also Anfang 16, Mitte 20. 16? Ich hätte jetzt gesagt Anfang Mitte 20 schon. Okay, ja, das sind Teenage Girls. Aber bei Gott, doch ungefähr, sie geht noch zur Schule, also ja, kommt hin. Also irgendwo zwischen 16 und 20, würde ich mal behaupten. Genau. Und die eine stellt fest, dass die andere ziemlich Probleme mit ihrem Ziehvater hat. Warum kann man, ist gar nicht so eindeutig, weil eigentlich macht der Vater in dem Film nichts, was jetzt irgendwie verwerflich wäre. Er ist einfach nur ein ganz unangenehmer Typ und man muss sich halt darauf verlassen, dass die Pflegetochter recht hat, wenn sie sagt, irgendwie ist der unangenehm. Und man merkt immer wieder, die prallen aufeinander, die kommen einfach überhaupt nicht miteinander klar. Und dann schlägt die eine eben vor, dann lass uns den noch töten. Oh. Das ist, mehr sollte man über den Film, glaube ich, gar nicht wissen. Wer hat den alles hier in der Runde gesehen? Ja, ist gut. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich glaube, mehr braucht man nicht verraten. So. Ich finde, ich hatte den schon wieder vergessen. Ich fand den nicht überragend, aber der könnte bei mir auch auf Platz 13 jetzt landen, weil der war schon gut. Und der hat vor allen Dingen ich will nicht sagen Twist. Geilen Style hat er. Ja, der hat einen geilen Style, aber der hat am Ende auch so einen Aha-Moment, wo du sagst, okay, das ist, gibt dir nochmal so einen kleinen Ellbogen mit, den es gar nicht gebraucht hätte, aber der da ist und der auch gut ist. Also genau, also und er hat einen tollen Anton Yelchin in einer seiner letzten Rollen. Ja. Genau, es ist ein sehr rätseliger Film, das muss man auch sagen. Also es ist im Grunde zwei schöne Mädchen unterhalten sich vor schöner Kulisse über Dinge und planen nebenher einen Menschen zu töten. Das ist so das, worauf man sich einlassen sollte, aber ich finde, wenn man dranbleibt und sich so durch die ersten 30 Minuten kämpft, dann läuft das schon auf ein Finale hinaus, finde ich, mit dem man nicht rechnet und das dadurch, dass es wenig zeigt, sehr, sehr viel aussagt. Deshalb, den würde ich noch ins Spiel bringen wollen. Ansonsten, was habe ich noch? So, ich habe auch Ready Player One tatsächlich in meinen Tops. Aus dem Grund, dass ich halt nicht weiß, was ich von dem halten soll. Also ich habe total oft Lust, den zu gucken, aber wenn ich ihn gucke, bin ich genervt. Also, irgendwie, aber trotzdem, aber trotzdem wäre es irgendwie schade gewesen, den nicht zu erwähnen. Ich habe noch Red Sparrow drin. Oh, mit Jennifer Lawrence. Eigentlich überhaupt nicht meine Art Film, weil es ist ein rätseliger Knochentrockener Spy-Thriller, aber Jennifer Lawrence ist halt schon trocken. Ja, ich auch ein bisschen Action. Finde auch. Ja, aber der ist so. Den habe ich zum Beispiel nicht zu Ende geguckt. Genau, er ist ziemlich hart. Echt? Und ich kann verstehen, wenn man ihn nicht zu Ende guckt, weil er, was ich gerade schon sagte, er ist sehr rätselig und er dauert halt auch 2,5 Stunden. Aber er ist sehr, sehr brutal teilweise und Jennifer Lawrence ist halt der Hammer, finde ich, in dem Film. Die ist wirklich gut. Die kannst du auch mittlerweile irgendwo reinschieben, ganz egal, was für ein Film. Und ich finde trotzdem, man hat sie in so einer Art Rolle bisher noch nicht gesehen. Hm. Also ich finde, das klang gerade so, als hättest du ihn gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber das wundert mich, weil ich dachte eigentlich, wir hätten alle jede Facette von Jennifer Lawrence mittlerweile gesehen. Mir fällt spontan nicht ein. Welche Kritik? Wo man sie. Ich will zu wissen, auf welchem Level wir uns befinden. Hör ich Kritik an Jennifer Lawrence? Ja. Nee, ist keine Kritik. What? Ja. Ich sag keine Kritik. Also, wenn du beste dir mal. Beste junge Schauspielerin. Ja, guck dir mal, mega, ich bin mega. Guck dir mal ihre letzten Auftritte in den X-Men-Filmen an, da würde ich sagen, kann man deutlich. Ich auch keinen Bock gehabt. Oh, ja, gut, aber dann muss ich X-Men raushängen. Aber ich finde die X-Men-Filme per se. Ist ja egal, aber ich meine, ja, man merkt ihr halt an, wie wenig Bock sie da hat. Und ich finde, das solltest du einem Schauspieler nicht. Ja, aber ich frage mich dann, also, der kannst ja, egal wie gut du bist, wie sollst du in so einem Ding. Das gleiche kannst du über Michael Fassbender auch sagen. Ich wollte gerade sagen, ey, das sind so Filme, da kommt jemand in den Raum, sagt drei Sätze und geht wieder raus. So, was willst du da machen? Das ist halt ein Cash-Vehikel, das macht fast jeder große Schauspieler macht diese Cash-Vehikel. Und das aber als Beispiel, als Beleg dafür zu nehmen, dass es nicht ein großer Schauspieler ist, finde ich falsch. Im Moment, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich meine nicht, dass sie kein großer Schauspieler ist. Doch, hast du gesagt. Daniel hat es gesagt. Ich meine, dass ich habe gesagt, ich kann Kritik an ihr anbringen.
Nein, ist ja gut. Alles, was ich sagte, ist nur, ich habe das Gefühl, wir haben mittlerweile alles gesehen, was sie. Aber ich finde spannend, dass Red Sparrow drin ist. Weil ich habt ihr mal mitbekommen, was die jetzt überhaupt noch macht? Weil irgendwie ist. Macht die nicht eine Pause oder so? Naja, weiß ich nicht, weil ich glaube, die hat jetzt schon länger nichts mehr wieder gespielt. Jennifer Lawrence? Ich glaube, ja. Mutter war das letzte. Also Dark Phoenix Post-Production. Ja, also ob der jemals kommen wird, wissen wir nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, haben sie doch eingestampft, glaube ich. Ja, aber das Post-Production steht hier auf ihrem. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, die machen wirklich eine Pause. Und dann hat sie Bad Blood, ist ein neuer Film von Adam McKay. Also ehrlich gesagt, ich würde ihr das auch gönnen oder ich fände das auch sehr vernünftig, einfach mal jetzt eine Pause zu machen, weil wie alt ist sie? 25? Guck mal, die hat jetzt 10 Jahre lang durchgerockt, hat alles gemacht, hat Arthouse-Filme gemacht, Blockbuster, anspruchsvoll, Dramen, Action, alles. Hat ihren Oscar? Hat ihren Oscar, hat eine Affäre mit was weiß ich für Leuten angefangen. Die braucht jetzt gerade mal so, warte mal, gib mir mal 2 Jahre Ruhe. Ja, ich habe ehrlich gesagt, weißt du, warum die auch eine Pause macht? Wegen Herr Weinstein, ne? Ja. Weil die einen schönen Lawsuit mit ihm am Start hat. So. Hat sie? Achso, ja. Weil er gesagt hat, er hätte sie auch missbraucht oder belästigt oder keine Ahnung. Oder ich glaube, es geht sogar um Oralsex. Und dann dieses Gehackte mit den ganzen Fotos. Ja. Ich glaube, das größte Problem ist, die hat einfach überhaupt keine Lust mehr, in der Öffentlichkeit zu stehen, weil die so volley genommen worden ist, ne, mit diesen ganzen Fotos, die sie sich geholt haben von ihrem Computer, dann diesem Lawsuit. Ich glaube, und ich finde es auch gut, ich sehe es genauso wie du, das kann ganz schnell in dieses Verglühen gehen, ne, dass die irgendwann dann den Kompass verliert und dann anfängt, irgendeinen Quatsch zu spielen, obwohl sie gut ist. Und deswegen ist vielleicht auch schon... Ja, und schlimmer noch, in die, sag ich mal, Unlust des Zuschauers. Wenn du zu oft irgendwo bist, so dieses Heidi Klum-Phänomen, weißt du? Genau. 15.000 Mal irgendwie auf dem Leinwand präsentiert oder im Fernsehen präsentiert und irgendwann hast du halt einfach keinen Bock mehr. Ja, das stimmt. Und deshalb finde ich, glaube ich, Red Sparrow auch nochmal auf einer Metaebene ziemlich stark, weil ich finde, der Film kam raus relativ kurz, nachdem die Sache mit den Fotos war, die von ihr geleakt wurden. Weil sie so freizügig meinst. Nicht kurz darauf, aber er wurde... The Happening ist schon 2 Jahre. Er wurde, über 2, ne? Ja. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Der Film wurde relativ kurz danach gedreht und dann kam er aber so raus, dass man erkannt hat, dass die Art und Weise, wie sie aufspielt, nämlich dieses sehr selbstverständlich mit ihrem Körper umgehende, dass das auf mich teilweise so wirkt, und das hat sie auch in einigen Interviews angedeutet, so als Kommentar darauf. Ups. Und so nach dem Motto, sie erobert sich ihren Körper zurück. Das fand ich auf einer Metaebene auch noch ziemlich spannend an dem Film. Hätte man noch mutiger sein können, aber gut, dann kann ich auch verstehen, dass das wieder Probleme bei den amerikanischen MPAA und wie sie alle heißen gibt. Und ich habe noch 2 Filme, die sind komplett unterschiedlich. Der eine würde garantiert sonst noch als Flop irgendwo landen, deshalb möchte ich ihn noch bei mir in der Top-Liste nennen. Und ich möchte keine Kommentare dazu, Jurassic World. Oh, was, der neue? Ja, klar. Den fandst du besser als den davor? Den fand ich besser als den davor. What? Nicht, weil das Drehbuch super ist. Ich finde, das Drehbuch ist furchtbar, aber ich finde, es wurde trotzdem teilweise von einigen noch furchtbarer gemacht, als es ist. Entschuldigung, mal, die letzte Stunde ist doch eine Unverschämtheit. Ja. Achso, du hast gesagt, kein Kommentar. Ich bin rot. Nein, wie gesagt, ich sehe ein, dass das Drehbuch wirklich nicht toll ist. Aber was der Regisseur daraus gemacht hat. Das stimmt. Das ist ja nochmal, es gibt wenig Filme, wo man die Arbeit des Drehbuchautors so sehr von der Arbeit des Regisseurs unterscheiden kann, meiner Ansicht nach. Das hast du bei jedem James Cameron-Film. Schlimmstes Script, aber super Ausführung, immer. Das stimmt. Egal, wie bekloppt das ist. Und da habe ich eine andere Meinung zu. Und zwar? Nee, ich finde, ich habe die Pressekonferenz moderiert zu Avatar, ne? Mit Cameron, Lang, Zoe Saldana, die waren alle da. Da ist ein Journalist aufgestanden und hat zu Cameron gesagt, ja, im Prinzip ist das die Geschichte von Pocahontas. Und dann ist er total ausgetiltet. hat den Journalisten aber auch links und rechts im Boden gerammt, ne? Und im Nachhinein habe ich gedacht, was ist das denn für eine Kritik? Also, es ist doch, muss eine Geschichte immer unfassbar tiefgründig sein. Also am Ende, wenn du es alles runterreißt, ne, es gibt so ein paar Drehbücher, die sind ganz neu und vielleicht was anderes, aber es geht immer um Liebe, Herzschmerz, Trauer und dann bastelst du das vielleicht in so ein neues Gewand. Und da, also Avatar für das zu kritisieren, er hat ja nicht den Anspruch zu sagen, ich will eine komplett neue Geschichte erzählen, aber er hat eine alte Geschichte anders präsentiert. Also ich bin 100% bei dir, das ist exakt das, was ich immer gesagt habe, weil die Pocahontas-Story ist im Prinzip ein Template, genauso wie Shakespeare, Romeo und Julia oder so ein Template ist das in vielen
in vielen Filmen immer wieder aufkommt, dass zwei Familien sich nicht mögen, aber die sich lieben und so weiter. Das ist immer eine Template, die immer und immer wieder benutzt wird. Und es ist eine Frage, wie du sie bespielst. Und ich finde das absolut bei Avatar, als ich aus dem Kino kam, war nicht eine Sekunde der Gedanke, ja, die Story war ein bisschen vorhersehbar, sondern ich bin da raus. Nee, wir hatten den mit Pause und damals habe ich noch geraucht und bin mit Trant in der Pause raus, wir haben eine Zigarette geraucht, wir haben uns beide nur so angucken, so, Alter, ist der Hammer. Ja, ohne Scheiß, es hat einen einfach nur umgehauen. Aber Entschuldigung, ist es zu viel, ist der Wunsch nach Originalität oder originellen Geschichten zu viel verlangen mittlerweile? Nee, aber das ist der falsche Ansatz. Wieso? Nee, weil ich das genauso sehe. Ich freue mich über originelle Scripts, aber deswegen verfluche ich nicht etwas, was vielleicht wiederholt wird. Ja, aber wenn dir jemand einen Witz 10-mal erzählt, im Abstand von jeweils einem Jahr, dann kannst du auch irgendwann sagen, sorry, ich kenne diese Geschichte. Nee, das ist ja nicht der richtige Vergleich. Nee, aber er hat so getan, als wäre das sowas wie, als wäre das ein Deadlift, wie Helden. Nein, Eddie hat gesagt, wenn der Effekt am Ende ist, dass du über einen Witz lachst, ne, und den anders erzählst, aber die Grundstruktur gleich ist, dann ist das ja keine Kopie. Und darum geht's ja. Ja, ich habe das auch nie als so schlimm empfunden damals, ehrlich gesagt, das Avatar. Und allerdings. Aber ich find's schon. Hat man dann auch als Zuschauer das Recht zu sagen, ey, okay, das ist jetzt halt aber auch die 10. Pocahontas-Geschichte. Und kann jetzt doch jeder sagen. Ich sag ja nicht, ich sag nicht, dass das jemand nicht sagen darf. Wir können alles sagen. Titanic ist. Wo ist die Geschichte bei Titanic? Das Schiff geht unter. Love Story. Genau. Das Schiff ist nicht die Geschichte. Die Love Story ist die Geschichte. Ja, nee, die Geschichte ist, das Schiff geht unter. Die Love Story ist das, was es garniert. Das Schiff geht unter, ist die Hintergrundtapete. Die Geschichte von Titanic ist die Love Story. Nee, jetzt. die Geschichte ist, das Schiff geht unter. Und das wird erzählt durch die Love Story. Nee, finde ich überhaupt nicht. Du willst mir doch nicht erzählen, dass die Love Story die Grundlage ist und dann haben wir gesagt, wir lassen ein Schiff untergehen. Natürlich. Nein. Aber warum nennst du den Film Titanic? Der hat gesagt, lass mal einen Titanic-Film machen. Dann sagen sie, was machen wir dann? Jeder kennt die Geschichte und sagt dann, lass eine Love Story machen. Okay, also mach dann eine Love Story. Jede Szene in Titanic, abgesehen von irgendwelchen Kapitänen, der mal oben rausguckt und einen Eisberg sieht, hat mit der Love Story zu tun und nicht mit dem Untergang. Natürlich geht das Ding unter und dadurch wird die ganze Geschichte der Liebesgeschichte überdramatisiert, was ja auch okay ist. Ich mag den Film übrigens. Aber mir kann niemand erzählen, dass es die Geschichte eines Schiffs, das untergeht. Nein. Überhaupt. Also ich sehe aber schon, also das sehe ich aber auch ein bisschen anders. Verständnis für, glaube ich. Ich würde sagen, wir machen mal kurz eine Werbepause, klären das hier vielleicht in Ruhe, schnappen vielleicht ein bisschen frische Luft und melden uns gleich zurück mit, ja, hoffentlich endlich mal den richtigen Top-Tens. Ja. Dann sagen wir jetzt schon seit drei Werbepausen. Stimmt, das ist doch schade. Ah, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Stunde haben wir noch Zeit. So, willkommen zurück und wir haben uns hier mal gedacht, komm, wir verbrauchen eine kleine Stärkung, das war eben schon so hitzig. Aber wir haben uns wieder vertragen. Ja, das alles war ja nicht schlimm. Also sowas gehört ja dazu. Das kommt ja von einem Jurassic World in seine Tops. Ja, und Antis Mama hat uns hier wirklich richtig geile Muffins gebacken. Vielen Dank. RBTV-Schildchen. Das ist mir noch nicht, ob sie geil. Aber dann stellen wir eine mal nach vorne zu den Bieren. Ja, komm hier, eins zu den Bieren. Ich nehme auch hier so ein Kino Saurier. Plus G. Ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr. Und einer davon ist ein Mushroom-Muffin. Ja. Genau, in einem sind Magic Muffins. Ihr müsst raten, welcher das ist. Und dann kriegt ihr nochmal neue. Also ich glaube, derjenige, der Jurassic Park 2 World in seine Top 10 packt, der hat auf jeden Fall wahrscheinlich ein paar Drogen genommen. Also. Nein, nicht Top 10, er ist ja hinten rausgeflogen. Achso, er ist hinten rausgeflogen. Was? Aber wie gesagt, ich mag den wirklich gern. Und ich bin aber halt auch Fangirl des Regisseurs. Also von daher. Herr Bayona hat ja auch schon schöne Sachen gemacht. Genau. Ich möchte aber meinen. Ich bin Fangirl von Chris Pratt. Kann ich auch verstehen. Ich möchte meinen Ruf nur dadurch wiederherstellen, dass ich sage, dass ich als letzten Film, der bei mir hinten rausgefallen ist, noch Der Hauptmann erwähnen möchte. Ja, den habe ich noch nicht fertig geguckt. Der hat mich so fertig gemacht, der Anfang. Ja, der ist aber auch echt, der ist echt hart. Ein wirklich mieser Film, aber richtig gut auch. Ey, weißt du, was ich so hart finde? Antje erzählt gerade von Filmen, die ich überhaupt gar nicht mehr so auf der Uhr hatte. Und jetzt kommt das alles wieder so hoch. Aber gut. The Captain? Ja, den musst du dir angucken. Den gibt es auf Amazon Prime. Ein wirklich mieser Film. Über einen Soldaten, der eine Hauptmann-Uniform im Zweiten Weltkrieg findet. Ach, die Geschichte. Und dann halt durch den Landstrich da reist und alle davon überzeugt, dass er ein Hauptmann ist und sich alle ihm bereitwillig anschließen. Also ein bisschen auch Hauptmann von Köpenick Remake. Genau, es ist wirklich so eine, wie sagt man, Köpenickionade oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, es gibt so einen Begriff dafür. Echt? Okay. Und
Ja, darum geht's. Und das ist wirklich ein mieser Film. Aber auch echt brillant gefilmt, ne? Muss man mal sagen. Ja. Sieht gut aus, ja. Ja. Sieht gut aus. Und er ist leider zwischendurch auch auf so eine wahnsinnig unangenehme Art witzig. Ja. Also ich meine, weil die Idee von einem Mann, der sich nur durch seine Uniform als das behauptet, was da ist, die ist ja an sich schon absurd. Und soweit ich weiß, ich wollte sagen, das ist durchaus auch auf, ich meine, es ist auf wahren Ereignissen teilweise. Es basiert auf wahren Ereignissen, ja. Gut, aber das ist auch so ein bisschen wie, er ist wieder da, oder? Also, nein, aber, ne, also nee, jetzt wenn du überlegst, dass Oliver Masucci da wirklich in diesem Outfit auch Leute, gelaufen ist, ja. Also Leute angesprochen hat, die darauf reagiert haben in einer Art und Weise, wie du sagst. Ach, das war ja so Mockumentary-mäßig, ne? Genau. Oder beziehungsweise dokumentarisch. Also da sind wirklich teilweise echte Szenen, wo halt Masucci in Hitler-Kostümierung auf die Leute losgelassen wurde. Ja, ich habe das nicht. Und die darauf reagiert haben. Und es war nicht ganz klar, ab wann ist es Fiktion, auf wann ab. Genau. Aber das finde ich schon wieder schwierig, aber egal. Ja. So, komm, wir machen jetzt mal hier, wir gehen mal Tacheles, oder? Ja. Ich würde ganz gerne noch die Sachen sagen, die ich rausgeschickt habe. Ach so, ja, dann sag schnell. Ich mache es auch ganz schnell. Also, ich habe Hereditary habe ich nur deswegen nicht in meinen Top 10, weil ich mich tatsächlich nicht mehr so 100% erinnern kann an den Film, was ich nicht besonders mag, wenn ich mich an einen Film nicht erinnern kann. Aber ich weiß, dass ich ihn damals gut fand. Overlord kam auch nicht rein, obwohl das ein lustiger Spaß war. I, Tonya fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Ja, ich meine, Top 10. Ja. Ich mochte auch A Quiet Place. Ich glaub, der, ja, danke, dass du es sagst. Der ist irgendwie, ich weiß, da gibt es viele Leute, viele Kritiken dran und so, aber irgendwie, ich mochte den, ich mochte die ganze Stimmung. Das Ende ist ein bisschen bekloppt da mit der Geburt und so. Klar, brauchen wir nicht zu reden, aber. Ja, aber der ist trotzdem. Der ist funktioniert. Finde ich auch. Ja, finde ich nämlich auch. Ich wusste nicht, ich bin ein ganz großer. Auch echt geil, ne? Also, die ist einfach super. Ich will nicht Fan sagen, aber mir hat so schockierend, wie das auch war, ich fand LA 92 sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob der aus 2017 war. Also ich glaube, der ist 2017 gedreht und dann kam er hier auf Netflix erst, aber ich weiß nicht wann. Und egal, aber der ist, falls jemand das nicht kennt, ist eine Doku über die Riots in Los Angeles, die Rassenunruhen in Anführungsstrichen nach dem Rodney King Debakel und so weiter. Das geht einen richtig an die Nieren. Das fand ich ganz gut. Ich mochte auch Downsizing. Ich weiß, da bin ich ganz allein mit. Aber ich mochte Downsizing. Ich mochte diese Welt, die sie da erzählen und ich weiß nicht. Die war halt nur irgendwann egal. Mhm. Ja. Aber manchmal, ganz erstmal unter uns, Andi, manchmal sagst du einfach auch nur Sachen, um zu provozieren. Nee, nein, nein, nein. Nein, da gehe ich dir Briefensignal, das ist nicht so. Ganz ehrlich. Nein. Ich versuche jetzt auch nicht, also dann würde ich zum Beispiel in meinen Top 10 Dinge packen, die ich nicht hundertprozentig herzmäßig geil finde, aber ich weiß, da sieht das gut aus, wenn irgendwie der eine Film auf Platz 4 ist. Aber das provoziert ja nicht. Das ist ja dann eher, du willst, das ist das Gegenteil. Genau. Ich will nur sagen, das tue ich ja nicht. Bewusst irgendwelche Filme reinpacken, weil nein, ich provozieren will. Du packst bewusst Filme rein, wo du genau weißt, die mag niemand. Nein, sag ich doch gerade. Aber was kann man denn an Downsizing gut finden? Ich weiß nicht, ich fand den unterhaltsam, ich fand die Welt, die Idee lustig und ich fand das Ende cool. Nee, ich glaube, er hat ihn nicht verstanden, deswegen ist egal, das nur so, damit wir vorankommen, das kurz von meiner Seite. So. Achso, und die größte Enttäuschung neben Ready Player One, das wollte ich vorhin eigentlich sagen, war tatsächlich leider Sorry to Bother You. Den haben wir zusammen geguckt, es war eine Qual. Eine Qual. Sowas Unfokussiertes in Sachen Regie und Schnitt habe ich, glaube ich, noch nie gesehen in den letzten Szenen. Der kommt zu uns erst, ne? Glaube ich, oder? Hat der schon? Ich meine, der hat noch nicht mal einen. Nein, der hat noch nicht mal einen Kinostart. Der hat, glaube ich, noch nicht mal einen Verleih in Deutschland. Ja. Ach so? Naja, gut. Ja, gut. Ich meine, wenn Black Clansman ein Studio kriegt, aber dann sollte der doch. Du hast jetzt im Prinzip auch alle Chancen auf einen Verleih vernichtet. So, ja, das gedacht, ist schade. Das ist so ein Film, der auf dem Papier so toll aussieht und mit den Leuten, die da mitmachen und so. Und sehr die Geschichte. Lecker. Aber es ist leider. Du weißt nicht, was da gerade passiert in dem Film. Okay. Ja, okay. Wer haut denn da mal seine 10 bis 5 raus? Hä? Komm. Komm, fangen wir da wieder an. Gut, dann fange ich an. Von 10 rückwärts oder was? Ja. Auf Platz 10. A Prayer Before Dawn. Sehr gut. Was war das denn noch? Das war dieser Knastfilm mit dem Boxer im Knast. Das war schon quasi dokumentarisch gefilmte. Hanoi Hilton. Ah, das habe ich nicht gesehen. Film. Ja. Soll ich auch immer noch was dazu sagen? Erstmal lesen und dann reden wir, würde ich sagen. Direkt bis 1 durch. Nein, bis 5. Also Platz 10, A Prayer Before Dawn. 9. The Night Comes For Us. 8. Phantom Threat. Den mochtest du, ne? Ja. Den mochte ich komischerweise nicht. Der hat bei mir einfach Klick gemacht, aber sage ich auch später noch was zu. 7, Roma. 6,
Mission Impossible Fallout. Und das ist echt selten, dass so ein Film bei mir so hochkommt. Aber der war gut. Ja, nee, okay, dann. Und 5 auch noch? Nee, ich glaube 6 reicht erstmal, okay. Oder? 10 bis 6. Bin ich schon durch. Ja, Night Comes For Us freut mich natürlich, ja, dass der so auf große Liebe gestoßen ist. Der war. Der Endkampf ist halt auch einfach nur das Beste. Das ist halt ein Film, da muss man ganz klar sagen, das ist ein Genrefilm und der wird niemals einen Oscar kriegen. Niemals. Aber also es ist zum einen der brutalste Film, glaube ich, den ich je gesehen habe, das kann ich, glaube ich, wirklich sagen. Also auf einer Art und Weise, wo es noch um Realismus ist, jetzt kein Splatterfilm, wo Zombies explodieren oder so, aber wo vermeintlich das alles in echt auch passiert. Und der hat teilweise so spektakulär choreografierte Action-Szenen, dass ich wirklich sagen muss, ich verzeihe dem alles andere. Ich habe, wie gesagt, teilweise habe ich ihn, was ist ein thailändischer Film? Thailändischer. Ja, ich habe den Original in Thailändisch ohne Untertitel geguckt, weil mir egal war, was die zu sagen haben. Also irgendwann habe ich gesagt, ja komm, ist wurscht. Ja, das ist mir hier völlig egal. Hauptsache, die Geschichte habe ich verstanden. Ja, die Geschichte habe ich verstanden. Jetzt gibt's erstmal. Und der Showdown ist, da kommen sie in so eine Lagerhalle, wo so Werkbänke sind und so weiter. Und das ist alles ein einziges Foreshadowing-Fest, weil du weißt, natürlich. Weil du siehst lauter so Sachen und du siehst, okay. Das wird Hammer, Zange, Säge und du weißt, alles kommt zum Einsatz. Und so ist es dann auch. Und es geht nur noch um die Frage, wie. Und es ist wirklich ein Schlachtfest vor dem Herrn. Und ich muss einfach sagen, ich hatte da einfach eine Wahnsinnszeit. Ich kann mir nur vorstellen, wie das im Kino gewesen sein muss mit Leuten, die auf so ein Genre dann stehen. Alles andere kann man nur sagen, dass der Film natürlich nicht, also er hat keine Story. Ist der neue The Raid quasi für dich? Ja, es ist auf jeden Fall so ein The Raid. The Raid hat noch mehr Anspruch. Und The Raid ist nicht so blutig, finde ich. The Raid ist ja eher. Aber The Raid hat dann noch weniger Story. Naja, aber so viel Story hat The Night Comes For Us auch nicht. Also. Okay. Aber ich gebe da Eddie in allen Punkten recht. Es ist halt einfach auch egal. Er ist noch ein bisschen übertriebener einfach. Ja, aber es ist halt wirklich auch die, also man merkt halt schon, dass dieser Timo Tamjao, wie er heißt, dass der halt schon aus dem Splatter-Bereich und Horror-Bereich kommt, weil der halt wirklich auch jede Gelegenheit nutzt, um dann wirklich Blut spritzen zu lassen. Oder dass halt wirklich Leute, ist mir halt auch während des Guckens schon aufgefallen, der positioniert seine Bilder oder seine Leute von der Choreografie immer so, dass auf jeden Fall am Ende irgendwie so eine richtig harte Szene irgendwie kommen kann. So zum Beispiel, wenn dann irgendwie, das ist ja so ein neuer Signature-Move von diesem Film, weiß ich nicht, du nimmst irgendwie eine abgebrochene Neonröhre oder einen Flaschenhals oder sonst irgendwas, hackst den hier oben rein und ziehst den halt einmal komplett runter. Oder halt auch in den Oberschenkel und einmal komplett runter und so. Und auf solchen Szenen bleibt er dann halt, endet der halt so. Oder einfach, du schlägst ein Fenster kaputt und da bleibt noch so ein Stück. Ja. Und du haust den Typen einfach nochmal rein. Und, aber dann, das ist dann genau. Halt nochmal das Extra, dass das nicht nur einfach draufhaust, sondern es ist schon echt hart, aber das Geile daran ist halt, dass er trotzdem so einen filmischen Anspruch hat. Also es gibt wirklich diese Szene, wo er, glaube ich, einen aus dem Fenster wirft und dann geht die Kamera halt auch raus, dann siehst du ihn irgendwie da runter, dann geht die Kamera wieder hoch und wieder rein ins Geschehen, ja. Und da geht es dann weiter. Also es ist auch schon nicht nur brutal, sondern auch schon, du merkst schon, dass da viel dass die viel Gedanken reingesteckt haben, wie können wir es geil inszenieren. Und das macht dann schon auch Bock. Sehr virtuos gemacht, ja. Kann man schon sagen. Ja, ja. Ja, Roma finde ich ja erstaunlich. Ne? So kurz vor Ende. Roma ist bei mir sogar noch höher. Ja. Roma hat mich, das ist auch so ein Film, genau wie bei Phantom Thread, wo ich total verstehen kann, wenn man sagt, boah, was, hat mir nichts gegeben. Aber es gibt eben so Filme, bei dir war es bei Climax so, bei mir war es bei Climax nicht so, die packen einen auf irgendeine Art und Weise und die saugen einen dann so in die Welt. Und ich habe Roma gesehen, ich habe leider auch nicht im Kino gesehen. Sondern nur aber wusstest Netflix. Du auch vorher gar nichts über das Thema? Ich auch nicht. Ich und wusste das war, gar nichts. Das war toll. Und mich hat der so reingezogen in seine Welt, ich war komplett 2,5 Stunden weg. Ich war wirklich 2,5 Stunden in dieser Welt und habe das Gefühl gehabt, ich höre diese ganzen Geräusche, die in dem Film da aus der Seitengasse kommen und so. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war wirklich mittendrin, statt nur dabei. Ja, ich finde, der kriegt noch viel mehr Stärke, auch wenn du dann die Geschichte im Nachhinein herausfindest. Das, genau das. Und dann die Symbolik dahinter und so weiter. Und dann aber auch, wirklich, ne, ich meine, Cuarón hat jetzt inszeniert, klar, der hat irgendwie auch mitgeschnitten. Der hat auch die Kamera gemacht. Aber auch zum ersten Mal in seinem Leben die Kamera bedient, so, und das ist schon, muss ich sagen, das ist schon beeindruckend. Das sieht schon geil aus. Also der Film sieht schon richtig gut aus. Ja, aber dann aber auch in der Machart, sich zu trauen, so eine Geschichte zu erzählen. Ja, aber das kannst du dann wahrscheinlich nur für Netflix, ne? Also ja, das genau. Nicht nur das, das kannst du machen, weil du gerade einen Oscar für Gravity bekommen hast. Ich muss aber wegen der Netflix-Sache, viele sagen ja jetzt, wenn man kritisiert, dass er auch zu Netflix geht, ja, aber
die haben ja das Geld von Netflix bekommen und ohne Netflix gäbe es diesen Film. Das ist Quatsch. Netflix hat sich die Rechte erst geholt, nachdem der Film schon abgedreht war. Ja, und so. Der war nämlich ursprünglich wirklich für die große Leinwand konzipiert. Aber so wie Mowgli, oder? Genau, ja. Und deshalb, den Film hätte es auch gegeben, wenn Netflix jetzt nicht gesagt hätte, wir nehmen uns den. Und das ist an dem Film halt, finde ich, sehr, sehr schade, weil das ist, ich würde Roma als Beispiel auswählen für Filme, warum sie nicht zu Netflix kommen sollten. Weil es ist ein Film, der halt, ich habe ihn im Kino gesehen, unabhängig davon, dass der Beamer viel zu hell eingestellt war, hat man halt gemerkt, das ist ein Film für die Leinwand. Du, der ist aber, der ist total hell. Das ist mir auch aufgefallen. Alles ist hell. Da hast du ganz wenig Grautöne oder dunkle. Nee. Also ich habe im Nachhinein halt schon verglichen mit der Netflix-Version. Ah, okay. Und es mag sein, also viele Szenen sind da deshalb hell, weil es einfach draußen in Sommer spielt. Es wurde auch so, ist aber so, auch so gegradet, ist mir aufgefallen. Aber man erkennt halt schon was. Aber ich würde, glaube ich, trotzdem sagen, dass es dem Film eigentlich echt ganz gut getan hat, dass der jetzt, dass dieses eben diese Debatte um Netflix oder um die Veröffentlichung auf Netflix gegeben hat, weil die hat dem Film halt nochmal zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft, die er wahrscheinlich, wenn er nur regulär ins Kino gekommen wäre, nicht bekommen hätte. Ich weiß nur, dass wir vom Jahr einen Trailer dazu gesehen haben und gleich gesagt haben, ich dachte, es wäre ein ganz anderes Thema. Ich dachte, Roma, es ginge um Roma und Sinti, so ganz naiv. Das war so meine Angehensweise. Aber ich weiß nicht, ich finde ihn richtig. Also das war einer der wenigen Filme in diesem Jahr. Es gibt, glaube ich, 3 davon oder 4, wo ich den Film gucke und schon merke beim Gucken, das ist ein richtig guter Film. Und am Ende dann so, das ist ein richtig, richtig, richtig guter Film. Und diese Krankenhausszene? Hey, wie die Krankenhausszene. Oh, und das Strandding halt am Strand. Am Strand, mega, das waren 2 Szenen und das ist wieder so bezeichnend. Das habe ich auch bei Letterboxd geschrieben. Wirklich, Cuarón hat 3 Filme jetzt ineinander geschafft, wo ich halt jedes Mal da saß und habe vergessen zu atmen. Weil es halt einfach so keine Ahnung, erstaunt oder so fasziniert. Oder halt auch irgendwie so gepackt war, ja. Also bei der Szene im Krankenhaus, wirklich, ich saß so im Kino, ey. Ich konnte nicht mehr, ja. Und dann auch, wenn sie halt ins Wasser geht, ja, wo ich gedacht habe, bitte nicht. Ist auch wieder eine Plansequenz gewesen, vor allem. Ja, mega. Wie die das gemacht haben, auch mit der, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, das waren ja auch mit Kindern, mit echten Kindern gedreht und die Wellen sind ja echt, also das war ja wirklich. Ja, aber die Wellen sind Schnitte, ist mir aufgefallen. Die Wellen sind, ja, da sind einige Wellen, die halt bis, die gehen halt nur, das sind ja nur 4 Frames oder so, die rauschen sie durch und wenn die ganz nah an der Kamera vorbeigerauscht sind, sind sie quasi bis oben, haben sie das Bild einmal abgeschnitten quasi. Und ich dachte jetzt, ach so, okay, dann haben sie es so wahrscheinlich gelöst. Selbst wenn, aber das ist mir im Kino nicht aufgefallen. Also ich fand das so packend, wie sie da ins Wasser rennen und die Kinder rettet. Und das ist alles so. Ja, nicht verraten. Kein Tropfen Wasser kommt da an die Kamera, nichts wackelt. Ich weiß nicht, wie sie es. Wisst ihr, was mich da am meisten bewegt hat, wie sie im Kino sitzen? Und er sagt, ich geh mal kurz raus. Und ich so, oh nein, bitte nicht. Und er geht raus und sie bleiben gnadenlos mit der Kamera auf ihr. Und sie wartet und dreht sich. Oh, und ich hab mich im ersten Moment so geschämt, weil ich mich so über den Louis Defne-Film gefreut habe, der da im Hintergrund läuft. Die große Sause. Aber das ist das, was ich halt schon ewig nicht mehr gesehen habe. Aber das ist ja die Absicht. Ja, ich weiß. Und das ist das, was ich dann im Nachhinein irgendwie auch realisiert habe. Und weswegen, also spätestens bei der Louis Defne-Szene, war der Film für mich ganz weit oben. Mhm. Ja, weil das fand ich echt sehr stark gemacht. Super. Phantom Thread. Phantom Thread ist halt eine, ist wieder mal so ein, wie heißt er denn? Der Schauspieler. Daniel Day-Lewis. Ist wieder so ein Daniel Day-Lewis-Vehikel. aber was der Film, natürlich ist es eigentlich eine relativ langweilige Story, aber es geht ja überhaupt nicht um seinen Beruf. In dem Sinne, es geht um das Zwischenmenschliche zwischen den beiden. Und es ist ein Machtspiel zwischen zwei Personen. Und er ist am Anfang der Mächtige und sie ist die Untergebene und das dreht sich im Laufe des Films. Und das machen die beiden Schauspieler mit so einer Brillanz, weil es so subtil und so, so schleichend kommt, dass ich am Ende wirklich baff war, wie aus diesem starken Mann am Anfang, der alle tyrannisiert, mehr oder weniger, der große Zampano ist, am Ende dieser wirklich gebrochene Mann ist, der quasi darum winselt, dass sie ihn versorgt wie eine Mutter. Das ist, ich weiß nicht, ich fand das meisterhaft gespielt von Daniel Day-Lewis und ich konnte mich einfach als angehender Schauspieler, viele wissen es ja nicht, konnte ich mich damit einfach sehr identifizieren und konnte die Craft dahinter erkennen. Und vielleicht muss man da selber in diesem Metier tätig sein, um die Genialität hundertprozentig greifen zu können. Aber für mich hat das funktioniert und ich war nach dem Film wirklich so, dass ich gesagt habe, boah, will ich auch. Ich muss ihn nicht unbedingt jetzt nochmal sehen, weil so ist jetzt nicht zu vergleichen mit Brocken. The Night Comes For Us. Ja. Aber einmal gucken und sich drauf einlassen und
drauf einlassen, dass es eben um Schneiderei und ein paar ruhige Kameras und so weiter geht. Ja, aber ich, dann. Ja. Ich finde, Daniel Day-Lewis ist ein großartiger Schauspieler, aber ich finde zum Beispiel bei dem Film, das ist mir, wie soll man das sagen, das ist mir zu intensiv, sein Spiel. Also, vielleicht klingt das jetzt doof, aber der ist so gut und manchmal finde ich ihn dann einfach, dann ist das zu viel für mich. Dann muss ich raus aus dieser Situation. Er ist halt Situation. Einfach ein zu glaubwürdiges Arschloch, genau, dass man ihn gerne verfolgt. Danke für die Formulierung. Hattest du es bei There Will Be Blood genauso? Och, das ist eine gute Frage. Ich meine, da fand ich die Musik fast teilweise. Oh, die ist geil. Aber Horrormusik. Ja, genau. Ja, aber also ich stimme dir da total zu. Das ist ein unfassbarer Schauspieler, ne? Aber das ist mir zu, mir war es zu viel. Mich hat das zu sehr, ich weiß gar nicht, gepackt, dass ich das weggestoßen habe und dass ich ihn dadurch nicht mehr so. Das Problem ist, dass der Film halt auch mittlerweile hat er schon dieses Image und es ist ein Daniel Day-Lewis-Film und man geht da rein, um Daniel Day-Lewis acten zu sehen und es ist schon so ein bisschen wie so ein Marketing-Stand. Das ist halt ein bisschen schade, weil ich hatte das, was du sagst, bei Lincoln zum Beispiel. Da konnte ich die ganze Zeit, ja, ey, es ist super, wie Daniel Day-Lewis das macht. Super, wie er es macht. Das war in jeder Szene, habe ich nur dran gedacht, wie super macht Daniel Day-Lewis das. Aber in dem Film ist er auch, wie heißt die Schauspielerin? Vicky Krieps. Ja, sie macht es halt auch super. Ja. Und ich finde gerade im Zusammenspiel bei Lincoln ist in jeder Szene ist er der Star. Und bei Phantom Thread, finde ich, ist er nicht in jeder Szene der Star, sondern da ist er eben natürlich schon ein Element, aber eben auch andere. Und deshalb hat das bei mir irgendwie funktioniert. Aber ich kann das natürlich verstehen. Es ist aber fast schon ein Fluch mittlerweile. Ne? Der letzte war ja auch offiziell schon sein letzter. Also mal gucken. Was ich halt so ein bisschen schade fand, ist, das ist halt ein Paul Thomas, also für mich war es leider doch in erster Linie ein Paul Thomas Anderson Film, weil dieses Machtspiel, dieses Verhältnis zwischen, also dieses ungleiche Verhältnis, das dann irgendwie kippt, oder beziehungsweise wie halt so zwei fast gegensätzliche Pole sich irgendwie anziehen. The Master-mäßig. Das hat er halt schon bei The Master gemacht und das hat er auch bei There Will Be Blood gemacht eigentlich, ja, und das ist eigentlich immer ein wiederkehrendes Thema und deswegen fand ich leider im Vergleich auch zu There Will Be Blood, fand ich die Sogwirkung von Phantom Thread einfach nicht so stark, obwohl ich auch wirklich vollkommen bei euch bin, dass das die beiden wirklich sehr großartig gemacht haben. Aber ich glaube, du hast es mal gesagt, warum sollte man sich die ganze Zeit oder so lange diese beiden Arschlöcher angucken, wie sie versuchen, miteinander klarzukommen. Und das ist leider auch ein Eindruck, der sich bei mir dann eingestellt hat. Ja, aber vielleicht ist es genau das, ne? Dass er macht es so gut, dass du hast keinen Sympathieträger, du kannst nirgendwo eintauchen und dir mal so einen Haken nehmen, wo du dich ein bisschen dran festhältst und über diesen Arschlochkampf hinwegkommst, ne? Ja. Woran ich mich aber bei dem Film hauptsächlich gestört habe, war eigentlich das Ende. Also ich weiß nicht, soll ich jetzt sagen? Wir sind im Spoiler. Okay, gut. Weil es halt so ist, was Eddie gerade schon gesagt hat, es ist halt dieses Machtspiel und nach tauschen sich, werden halt die Rollen vertauscht von dem über ihr stehenden Mann. Sie wird immer mehr die über ihn verfügt, mehr oder weniger. Das wird die ganze Zeit ganz sanft und ganz subtil gespielt einfach, dass sich das entwickelt. Und dann zum Schluss hauen sie da aber einen Satz raus und lösen das so dermaßen eindeutig auf, dass überhaupt keine Möglichkeit mehr bleibt, das irgendwie einzuordnen für sich, sondern man bekommt gesagt, so und so ist das. Und falls du es nicht gerafft hast die letzten 2,5 Stunden, wir sagen es dir jetzt auch noch mal ganz deutlich. Und darin habe ich mich gestört, weil ich dachte, warum überlasst ihr dem Zuschauer, der sich jetzt 2,5 Stunden lang da durchgequält hat, warum überlasst ihr dem wenigstens nicht noch ein bisschen Eigeninterpretation? Ne? Ja, genau. Ja. Wir müssen mal auf die Tube drücken. Hau du mal eben schnell. Also okay, also ich sag dazu, meine Top 10 ist kompletter Mainstream, ne? Ich merke das jetzt gerade, weil ich legitim auch so monstermäßig, also ich habe so ein bisschen so wie Andi gemacht, ich bin nicht so richtig in der Top 10 Liste drin. Das sind so meine Top 10 Filme, aber ich gehe jetzt einfach mal durch. Aber nur bis Platz 5. Genau, Platz 6. Also ich war sehr positiv überrascht und fand ihn auch wirklich gut. Also ich habe den mit meiner Frau gesehen im Kino, in einem vollen Kino, und der hat uns beide gecatcht, A Star is Born. Ich fand den Bradley und Lady Gaga, muss ich auch sagen, in den Szenen, wo sie auf die Bühne geht, fand ich es unfassbar zu sehen, was für eine Rampensau sie ist. Aber ich war echt begeistert von Bradley Cooper. Ich finde es toll, was der für eine unfassbare Karriere da auch hinlegt, ne? Von dem Schönling aus Hangover und A-Team jetzt, wo der landet. Und ich fand, das hat er echt gut gemacht, auch wenn es ein Remake ist, auch wenn es
vielleicht eine banale Story ist, aber diese ganzen Geschichten auch mit Sam Elliott, diese Brudergeschichte, wo er ihm dann am Ende sagt, ich habe nicht unseren Vater angehimmelt, sondern ich habe immer dich angehimmelt, und dann ich finde, er hat es super gemacht, auch auf der Preisverleihung, wo du da sitzt und denkst so, oh nein, jetzt pisst du stolpert voll. Oh Gott, und du gehst auch noch vorher einsaufen, und mich hat er echt gecatcht. Ich finde auch diesen Song, den die beiden singen. Shallow ist geil. Shallow, sensationell. Also den fand ich richtig geil. Und wie der Kameramann, der unter anderem der aus Mother beispielsweise ist, wie der das schafft, in Szenen, die eigentlich so groß sind, wie die Konzertszenen beispielsweise, wie der so das schafft, bleibt, so intim zu sein. Genau. Also ich finde, die Kamera bleibt immer so ein bisschen unberücksichtigt. Man redet immer nur über die Musik und über die beiden Darsteller. Dabei ist die Kamera so eine Sache, die mich an dem Film wahnsinnig beeindruckt hat, weil das halt auch ein Regiedebüt wieder ist. Ja. Und man denkt, der hat ja schon ewig gemacht. Wie heißt das Festival? Coachella, ne? Coachella haben sie es 2017, glaube ich. Coachella haben sie wirklich. Nee, und war der nicht auch bei Glastonbury? Ich dachte, dass er da auch aufgetreten war. Also, aber eins von den beiden. Aber Coachella glaube ich auch. Aber ich fand super, und ich finde, er spielt das. Also ich bin da absolut bei Steven, und Stars Born ist bei mir tatsächlich auch noch höher. Ist in meinen Top 5. Ist doch egal. Komm, ein bisschen überraschen. Mich hat er auch komplett abgeholt emotional. Und ich bin kein Freund von Country Music. Und trotzdem fand ich das schön, weil das natürlich, weil jeder Song auch irgendwie eine Funktion innerhalb der Geschichte zwischen den beiden oder zwischen den dreien, den Brüdern und ihr hatte. Und ich habe auch, das fand ich ganz faszinierend, ich habe keinen von den Darstellern nach 5 Minuten mehr als solchen erkannt. So, ich habe die alle nur noch als Figuren wahrgenommen. Mhm. Ich kannte die anderen, ich kannte die Geschichte nicht, weil ich die alten Filme nicht kannte. Und mich hat das so abgeholt. So, ich fand ein bisschen, ich muss ein bisschen Druck rausnehmen, wenn du sagst, bist du begeistert, was Bradley Cooper da gemacht, weil ich fand, er macht im Grunde genommen fast das Gleiche wie bei American Sniper. Aber das finde ich nicht negativ. So, stimmt. Und da hat er es aber ja auch schon sehr gut gemacht. Und ich war rundum unterhalten, ich war voll investiert emotional, und ich freue mich darüber, mal wieder eine Liebesgeschichte gesehen zu haben, die mich so richtig mitgenommen hat. Die Szene war großartig. Der erste Moment, das erste Mal, wenn sie gemeinsam singen. Ja. Die umgehen auch, ich finde, die umgehen, obwohl die Geschichte an sich sehr klischeebehaftet ist, aber innerhalb der Szenen, dann denkst du so ein paar Mal, oh, jetzt kommt bestimmt das, oder jetzt sagt er, und das passiert dann eben nicht. Und sowas mochte ich irgendwie. Ja, also ich kann nicht so ganz mit einstimmen, ich fand den ganz okay. Hatte ein paar richtig schöne Szenen. Ich fand, Lady Gaga stinkt leider total ab, was Schauspielerische angeht, gegen Bradley Cooper. Das sieht man leider in den Szenen, wo es dann mal emotionaler wird. Und ich habe es auch schon in Kino Plus gesagt, in einer anderen Sendung. Vielleicht ist es besser, einer Schauspielerin das Singen beizubringen als einer Sängerin das Schauspielen. Ich finde, das merkt man leider dem Film an. Und ich finde, es ist mir dann am Ende doch zu 0815 zu belanglos und steuert auf ein Ende hin, was du schon miles away irgendwie kommen siehst. Das muss einen nicht stören, wenn der Weg dahin trotzdem irgendwie ganz gut ist. Aber da habe ich dann wenn ich dann an so Filme wie Walk the Line, Crazy Heart und so denke, das ist ja eine Story, jetzt mal unabhängig davon, dass es ein Remake ist, eine Story, die man in verschiedenen Varianten auch schon gesehen hat und wie ich finde, auch schon besser gesehen hat. Auch wenn der einzelne Sachen hat, wie zum Beispiel auch, wenn sie zum ersten Mal auf dem Festival zusammen singen und so, da sind schon echt ein paar richtige Gänsehautmomente. Mhm. Also ich bin weit weg von zu sagen, der Film ist nicht gut. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn aber auch jetzt nicht überragend. So, ich da auch mit dabei. Für mich fällt er halt ab der zweiten Hälfte leider ein bisschen ab und plätschert dazu aus. Aber ist trotzdem ein toller Film, kann man auf jeden Fall mal sagen. Jo, Steven, weiter mal geht's. Ne? Ich habe in meinen Top 10 auch Sicario 2. Ich auch. Auf Platz 10. Guck mal, da mögen sie sich ja doch noch. Für die erste Stunde. Also Josh Brolin ist, finde ich. Oh, Steven, Entschuldigung, wir müssen einmal kurz in die Werbung gehen. Ja. Ist okay. Wir haben doch gerade erst Werbung gemacht. Ich weiß nicht, aber die Uhr ist schon wieder abgelaufen. Was soll ich sagen? Gut. Regie, müssen wir Werbung machen? Sitzt da jemand in der Regie? Da sitzt wohl keiner. Dann machen wir weiter. Okay, also Sicario 2 ist drin, weil ich fand den so hart und so, ich keine Ahnung. Der Terroranschlag am Anfang? Ja, ich bin da reingetaucht, und ich fand auch die Musik und Benicio del Toro, also mir hat er gefallen, ne? Auch wenn das jetzt kein Meisterwerk ist, aber ich fand ihn gut. Ich fand ihn wirklich richtig gut. Den würdest du auch besser finden, wenn du nicht wüsstest, dass der erste Teil eine glatte 10 von 10 ist. Für mich zumindest.
Weißt ja, du? Weißt ja, der hat nichts mit dem ersten. Also ja, aber sie versuchen, sie orientieren sich schon in der Bildsprache. Genau, aber ich so. Finde, ich finde diese, ich keine Ahnung, ich finde sie auch großartig. Ich finde Benicio del Toro super. Josh Brolin mag ich gerne. Ich mochte die ganze Szenerie und diese Härte. Ich fand es super. Ich mag den auch. Ich bin ein riesengroßer Fan von Stefano Sulima. Dementsprechend, es kommt nicht ganz an den ersten ran, aber ich trotzdem, der ist damals in den Top 40. Ja, das ist schön. Aber ich mag diese Welt auch, interessanterweise. Ich finde es so toll, dass die alle dabei sind, auch dieser eine Kollege von ihm mit dem Schnauzer und der Brille. Ja. Ja, dieser Ober, der den nichts umhaut. Ich mochte auch, dass die halt, die wir im ersten Teil als die Oberprofis kennengelernt haben, ja, die nichts umreißen, die einfach da ohne Schuhe sitzen, sagen, ja, machen wir klar. Und auf einmal kommen die in so eine Situation, wo sie überhaupt keine Kontrolle mehr haben. So, das ist irgendwie auch logisch, dass sie diesen Weg gehen müssen. Ja, die Szene zum Beispiel, wie sie die geil. Kleine ja, ja. sozusagen entführen, das ist auch echt super. Nur es ist halt leider, das Ende ist inkonsequent, ne? Ja. Na gut, wenn du weißt, dass ein dritter Teil kommen soll, fand ich das Ende jetzt nicht so. Ganz ehrlich, wenn die mit dem dritten Teil die Qualität des zweiten Teils halten, dann von mir aus das Ende. Aber das Ende, gerade wenn man den ersten Teil gesehen hat, ist das Ende vom zweiten Teil völlig gegen den Strom. War doch mal am Ende. Ja, wollen wir jetzt nicht verraten, ne? Sagen wir so, jemand tritt ab. Oder tritt nicht ab. So. Ja. Für mich ist das so ein klassischer Film, vor dem ich Respekt habe, aber der mich halt null persönlich erreicht hat. Deshalb würde ich. Der erste auch nicht? Doch, der erste wesentlich mehr. Und da würde ich halt sagen, ich komme so mit dem Stil von dem Regisseur nicht klar. Das ist ja voll so seine Sache. Aber das ist doch. Der macht doch voll genau. Der macht tolle Filme, aber mich halt überhaupt nicht kriegen in ihrer Art und Weise, weil sie halt auch eben damit spielen, im Gegensatz zum Beispiel zum ersten. Man hat ja. Das ist ja wirklich Trostlosigkeit ohne Ende. Ja. Man hat keinen Silberstreif, den ja im ersten Teil Emily Blunt noch irgendwie einem hingereicht hat. Emily Blunt sind ja wir. Ja, ja, klar. Die da reingezogen werden. Ja. So ein bisschen. So, wir werden quasi mit ihr da reingezogen. Ja, und das stimmt. So, aber nee, da denke ich mir so, es ist ein super Film. Ich würde nie sagen, dass es ein schlechter Film ist, aber ich bin da selber halt raus. So. Ich gehe jetzt mal, ich sage zum Beispiel. Geh einfach durch, komm, baller raus. Ich fand Deadpool 2 gut. Mhm. Ne? Also aber das ist auch, glaube ich, ein persönlicher Ryan Reynolds. Ich möchte gern, dass solche Filme häufiger gemacht werden, dass da mehr Freiraum ist, dass die sich sowas trauen. Deswegen habe ich mich gefreut. Ich habe auch bei mir Avengers Infinity War wie eure Zuschauer drin, weil Nummer eins finde ich immer noch, machen sie es tausendmal geiler als DC. Ne? Nummer zwei. Finde ich, haben die Figuren durch die Standalone-Filme für mich immer noch so viel Sympathie und ich fand es beeindruckend, wie sie es auch hingebastelt haben. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, was passiert nach Avengers. Ich auch. Dem Finale. Alles neu. Aus dieser alles Welt. Neu. Genau. Alles aber, neu. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Dann habe ich drin, weil ich den Typen einfach geil finde, es sind immer Sympathieeffekte mit den Darstellern. Greatest Showman, weil ja, das sehr gut. Für mich. Ja? Ich hatte Angst, der fällt hier irgendwie unter den Tisch. Weil, den habe ich bei mir noch weiter oben. Weil das ist für mich so ein bisschen, ich fand Moulin Rouge damals von Baz Luhrmann sensationell, diese Welt. Ich finde, dass Hugh Jackman wieder so was Farbenfrohes, auch wieder natürlich eine klischeebehaftete Story, wo du weißt, wie sie endet. Aber ich fand die Figuren toll, ich fand die Songs unfassbar. Du weißt, dass auf Turnier geht nächstes Jahr, ne? Ja, unfassbar geil fand ich die. Ich weiß, wer da ist. Ich weiß, du gehst. Ihr guckt euch das an, oder? Logisch. Ich guckt ihr euch an? Ich hab Hugh Jackman in Hugh Jackman live. Ich fand Hugh Jackman super. Ich finde, das ist einer der talentiertesten Menschen. Können wir nachher auch nochmal über die Oscar-Moderation sprechen? Da hatten wir uns ja ein bisschen drüber unterhalten. Call Me By Your Name ist noch drin. Und dann kommen die restlichen. Okay. Also ich würde lieber zu Jeff Goldblum live gehen. Ja, das ist ja was bestimmt komplett anderes, oder? Ja. Der macht wahrscheinlich eher Stand-up mit sehr vielen Pausen. Der macht Jazz. Mit sehr vielen Pausen. Jazz macht er. Ja. Und versucht verwirrend irgendwelche Sätze zu sprechen. Jazz, ich glaube, der ist so wie Helge Schneider, nur auf Englisch. Aber der ist so geil. Der ist so tiefenentspannt. Egal, wenn man Interviews mit ihm sieht, denkst du so, ach, wie kann man so entspannt. Ja, ich finde Hugh Jackman, und da finde ich schön, dass Antje das auch so sieht, ich finde, Greatest Showman ist einfach... Ich hab den nicht gesehen, ich kann da nicht sagen. Call Me By Your Name, ne? Ja. Das ist auch bei den Zuschauern. Das ist bei mir höher. Ist bei dir höher? Ja. Ich hab den nicht gesehen. Ist das der mit dem. Du hast den nicht gesehen? Nein. Die Love Story, die Gay Love Story in Italien? Timothy Chalamet. Oder Timothy Chalamet. So ein schöner Film. Echt? Ja. Soll ich weitermachen? Ja, mach. Ja, mach.
Aber nur bis 6, ne? Nur bis 6, okay. Nur Gott kann mich richten, hatten wir schon abgehakt. Den habe ich bei mir jetzt auf Platz 10. Dann kommt auf Platz 9 kommt Wind River von Tyler Sheridan. Sein Regiedebüt, war das sein Regiedebüt? Ich weiß nicht mehr. Ja doch, war sein Regiedebüt mit Jeremy Renner in der Hauptrolle. Es geht um einen Trapper, der zusammen mit einer FBI-Agentin einen Mordfall an einer jungen Dame klären muss. Ach, der Slowburner. Der Slowburner, genau. Ja, ja. Aber der wirklich, der hat eine Szene, wenn der, wenn das Jeremy Renner auf den Indianer, auf seinen alten Indianerfreund, dessen Tochter ebenfalls bereits schon ja entweder umgebracht wurde oder auch verstorben ist, wenn die beiden aufeinandertreffen. Und, das Standoff ist doch mega. Und das Standoff ist sowieso Hammer. Ja. Also, stimmt. Also der Film, der ist in seiner Unterkühltheit, in diesem Frontier-Gedanken, irgendwie diesem Grenzland-Gedanken und dann halt auch mit den Figuren und der Kamera und auch, dass er halt gewisse Szenen nicht so offensiv in Szene setzt, wie es andere Filme machen würden, fand ich den einfach echt stark. Darf ich einen Haken ansetzen da? Wahrscheinlich hier Frau Olsen, oder? Ja. Ja, also diese ganze wie heißt sie jetzt? Oh Gott. Clarice Sterling-Nummer. Ja. Fand ich alles ein bisschen. Hat mich tatsächlich nicht so gestört. Also muss ich echt sagen. Also ich mag auch halt auch Elizabeth Olsen. Ich habe die jetzt schon zweimal interviewt und das ist eine wirklich sehr charmante Persönlichkeit. Aber ich finde zum Beispiel, das ist eine komischerweise perfekte Rolle für Jeremy Renner. Ja, ja. Ne? Also so zwischengebeutelt, ne? Bisschen wortkarg, aber trotzdem der anpacken kann. Ne? Also das, was bei diesem Remake von Bourne, als sie ihn versucht haben, so ein bisschen da in die Matt Damon, der ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, der ist so trocken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Der ist, ja. Matt Damon ist dann sympathischer, ne? weil du kaufst es ihm ab, aber er hat irgendwie dann noch mehr, aber Jeremy Renner ist so. Die Warmherzigkeit ist, glaube ich, so das. Ne? Genau, und das passt bei Wind River. Er ist so sprüde. Danke. Ja. Also nicht trocken, sondern er ist sprüde. Und das passt bei Wind River halt total rein. Ja. Also Wind River, wie gesagt, den habe ich dann doch nochmal, weil den darf man eigentlich auch nicht in Vergessenheit geraten lassen. So, ein Film, der relativ neu ist, der es auch bei mir in die Top 10 geschafft hat, ist tatsächlich Spider-Man A New Universe. Auf Platz 9 jetzt bist du. Ich dachte, du sagst Aquaman. Ich hatte schon Angst. Dein Platz 9 oder was? Mein Platz 8 ist Spider-Man A New Universe. Eddie, wollen wir uns den in dem neuen Kino noch mal angucken? Mhm. Da wäre ich mit dabei. Ja. Da wäre ich wirklich mit dabei. In der Astro Lounge? Mhm. Haben wir eben. Ah, nee, warte mal. Ich weiß gar nicht, ob der da läuft. Nee, ich war, als ich die Tickets gekauft habe, haben die gar nicht. Egal. Ich weiß, du kamst mit dem Film nicht so zurecht. Ich nehme es aber auch voll auf meine Kappe. Ich habe auch früher keine Cartoons im Fernsehen geguckt, weil mir das zu viel war. Ich meine, hier sind nach einer halben Stunde sind hier mir die Synapsen durchgeknallt. Also. Ja, das muss man dem Film oder kann man dem Film auch ankreiden. Ich finde, FSK 6 ist noch ein bisschen zu jung oder beziehungsweise zu früh angesetzt. Was? Ja. Das finde ich gigant. Also in der Einladung zur PV stand, wir empfehlen Kinder ab 8. Ja, aber auch 8. Aber ab 8, ich finde, das ist nicht. Ist der so hart oder was? Nee, der ist nicht so hart, aber der Film ist halt. Das ist wirklich eine komplette Reizüberflutung. Also das Finale ist halt eine Explosion an Schnitten, Farben und Elementen und keine Ahnung, die da durch die Gegend wuseln und eine wilde, entfesselte Kamera. Ja, gucken wir woanders. Und ich muss aber sagen, wie der die Figur Spider-Man angeht, wie er diese neuen Figuren einführt, wie er mit dem Medium umgeht, wie er versucht, die verschiedenen Medien, sag ich mal, ineinander zu vereinen, wie viel kleine, feine Easter Eggs dieser Film bietet, wie eine und welche, und dass er noch in all diesen, ja, Storylines von 5 oder 6 verschiedenen Spider-Mans da noch eine Emotionalität reinbringt, die mich richtig gekriegt hat, weil es gibt da 2 Szenen, wo ich dachte, geil, das sind genau wie die Filme früher, wo halt auch mal wirklich ein Charakter irgendwie tragisch aus dem Film gestorben ist. Mhm. Das ist genau das, was ich früher als kleiner Junge auch irgendwie beeindruckend fand. So, ja? Also wenn halt wirklich dann da ist und man denkt, oh scheiße, das war jetzt aber wirklich mies. Und der Stil ist auch cool. Ne? Und der Stil ist cool und weiß ich nicht, er scrollt durch sein Smartphone und da ist dann Steve Ditko drin und so. Also so richtig klein. Oder auch, wenn sie irgendwo gegenstoßen, dann werden so mit so Linien so der Aufprall nachgestellt. So, ja, wie im Comic halt so. Ja. Und er ist Steve Ditko. Der Zeichner von Spider-Man. Ah. Ja, und halt, wie gesagt, so 1000 Kleinigkeiten und wie gesagt, ich fand den halt einfach charmant. Ich habe gelacht, ich habe wirklich geweint und ich habe gestaunt, wie sie halt diesen Film halt zusammenkriegen und auch das Finale. Sie sind nah am Wasser gebaut. Jetzt. Ich bin aber auch nah am Wasser gebaut, das gebe ich auch gerne zu, habe ich auch kein Problem mit. Aber ich hätte nicht mehr gedacht, dass mich ein Spider-Man-Film so wirklich erwischen kann. Und das fand ich bei dem einfach. Und wenn man sich darüber beschwert, dass Superheldenfilme in letzter Zeit irgendwie in einer gewissen Formel
Folgen beziehungsweise immer nach gewissen Formeln gemacht werden, da bricht dieser Film mit raus. Und selbst diese, sag ich mal, Origin-Story, die wir alle irgendwie nicht mehr sehen können oder wo wir uns immer wieder dran stören, weil es halt immer wieder dasselbe ist, die wird hier noch auf die Spitze getrieben und dadurch wieder zu einem Gag gemacht beziehungsweise zu einem Element gemacht des Films, der die Story voranträgt. Und ja, ich sag auch, da sind vielleicht ein, zwei Figuren oder ein, zwei Spider-Mans, die hätte man nicht unbedingt gebraucht, aber trotzdem, alles in allem ist das so ein rundes, faszinierendes und charmantes Feuerwerk gewesen. Also ich dementsprechend Bock drauf. Und Lust. Aber weißt du, wir sind immer noch nicht mal in unseren Top 5. Ja, ja, ich weiß. Platz 4, The Rider. Ich glaube, den hat. Platz 4? Hast du was übersprungen? Platz 4, Quatsch. Platz 7, The Rider. Mhm. Der Rodeo-Film, mhm, über den ja Wolfgang auch in der letzten Kino-Plus-Sendung nochmal geschwärmt hat. Kann ich auch nur sagen, die Bilder, die Akteure, die Szenen, das Gefühl, die Bedeutung dahinter und einfach die Ruhe, mit der dieser Film erzählt wird, hat mich voll erwischt, hat mich voll gekriegt. Und deswegen hoffe ich, dass dieser Film noch von ziemlich vielen Leuten gesehen wird. Ja, ich weiß, das ist der typische Kritikerliebling, der typische Arthouse-Film, ja, wo halt sich ziemlich viele Feuilletonisten und anspruchsvolle Filmzuschauer irgendwie drauf einigen können. Trotzdem kann man den auch, sag ich mal, wenn man nicht die allzu hohen Ansprüche an Filme hat, kann man sich diesen Film doch gerne mal geben, weil so lang ist er dann halt auch nicht und erzählt eine wirklich gefühlvolle Geschichte, wenn man dann auch noch erfährt oder weiß, dass es der gleiche Darsteller ist, der da seine Geschichte erzählt oder der gleiche Mann, mhm, ist, der da seine Geschichte erzählt, dann entfaltet dieser Film einfach eine für mich sehr, sehr faszinierende Wirkung. Deswegen habe ich den auf Platz 7. Oder? Ja, hast du gerade gesagt. Und dann noch, ja, okay. Auf Platz 6 habe ich Climax. Ja. Weil der hat mich halt einfach zweimal im Kino gepumpt. Ich bin Gaspar Noé-Fanboy und ich fand den einfach richtig, richtig cool. Ja, haben wir uns ja schon. Wir haben uns schon breit drüber ausgelassen, aber ja, das ist mein Ding. Muss ich nochmal sagen, ja. Damit gebe ich das Wort weiter. Nee, warte mal, jetzt nur mal eine kurze Frage. Leute, machen wir noch eine Werbung oder ziehen wir es jetzt einfach hier durch? Du, da sitzt schon lange keiner mehr. Ne? Alle weg? Ich kann noch eine Werbung machen. Oh, da ist jemand. Dann zieh mir durch, dann macht ihr das freischnauze. Mir scheißegal. Ja, Antje, hau raus. Würdest du für mich vorlesen, weil ich habe meine Sachen nicht. Okay, von hinten nach vorne? Ja. Ja, okay. Auf Platz 10 hat Antje Game Night. Ja. Was mich ziemlich freut. Weil ich finde, war nicht so schlecht, muss ich sagen. Weil ich finde, man muss bei Komödien eigentlich immer nur sagen, funktionieren sie auch mehrmals. Das ist wenig, was eine Komödie insofern erfüllen muss. Aber ich habe Game Night jetzt 3 oder 4 Mal gesehen. Und unabhängig davon, dass er halt so witzig bleibt, wie er ist, ist er halt auch wahnsinnig anspruchsvoll gefilmt, meiner Meinung nach. Also gab es nicht schon mal einen Film, in dem du so oft drin warst? Was war das? Mission Impossible. In dem war ich aber nur einmal drin und habe ihn dann zu Hause noch 2 Mal geguckt. Okay. Aber ist das halt ein klassischer Patrick, wollte ich schon sagen. Bateman-Film oder genau. Bateman-Comedy. Ja, aber da kommen ja ganz viele immer so raus und die sind nicht immer so gut. Mhm. Ich finde die alle so Kill Your Boss und so. Ich mag, finde ich alles gut. Ja, Kill Your Boss 1 fand ich aber auch. Aber Bateman ist auch so vom Typ her eigentlich ganz cool, weil der sieht smart aus, aber ist dann da irgendwie doch immer der Tollpatsch, ne? Also, oder? Nee, er ist so ein bisschen der Spießer, der immer in komische Situationen gerät und alle rundherum benehmen sich immer völlig daneben und er muss immer die Augen verdrehen. Ja, aber er ist ja nicht so der, wo du sagst, so, der ist so der Nerd, der ist automatisch tollpatschig, sondern wenn du ihn so siehst, sagst du, das ist ein cooler Typ. Das ist der smarte Otto-Normalverbraucher. Er ist eigentlich immer Opfer seiner Umgebung. Genau. In jedem Film. Und was ich so toll finde ist an Jason Bateman ist, dass er mich persönlich seit Teen Wolf begleitet, Teen Wolf 2 muss man sagen, Sie hatten dann keine Kohle mehr oder keine Ahnung, Michael J. Fox war zu berühmt. Haben sie es mit Jason Bateman gemacht, als Boxer, nicht mehr Basketball. Und, Davon sollten sie mal ein Remake. Und das Geile ist, gibt ja die Serie. Und, aber, ne. Und das Ding ist halt einfach, der sieht halt immer noch relativ jung aus und ist immer noch, weiß ich nicht, ja, voll dabei, macht immer noch gute, viele unterschiedliche Sachen. Und ich finde es einfach cool, dass es einen Schauspieler gibt, der schon so lange dabei ist. Also seit 40 Jahren macht er Filme und Serien. Und immer mit der gleichen Rolle. Mehr oder weniger. Ich schreibe den auch nochmal auf. Bis auf Ozark? Ozark finde ich auch okay. Ist er Operation Kingdom, oder? War er nicht auch dabei? Bei dem Operation Kingdom? Mit diesem Anti-Terror-Film mit Jamie Foxx? So, weiter. Genau. Weiter, achso, ja. Ghost Stories freut mich sehr. Der ist auf 9. Genau. Ein Episoden-Horror-Film, den wir auch bei unserer 200. Kino-Plus-Folge gezeigt haben, der wirklich in seinen kurzen Episoden echt. Fand ich den gut? Richtig gute Stimmung. Der einerseits wirklich gruselig ist. Wäre doch bei mir geguckt. Aber ich finde es bei einem Genre wie Horror. Also ich würde ihn nicht als Horrorkomödie bezeichnen. Dafür ist er halt doch zu sehr Horrorfilm. Aber ich finde, wenn ein Regisseur versucht oder ein Drehbuch versucht, Komödie in Teilen hier
und Horror zu kombinieren, dann geht das fast immer zu Lasten des Horrors, meiner Ansicht nach. Weil die meisten Horrorkomödien beispielsweise sind eigentlich Komödien nur mit irgendeinem Horrorelement. Mhm. Würdest du American Werewolf als Horrorkomödie bezeichnen? Weiß ich nicht. Ich finde auf jeden Fall. Das war also eine rhetorische Frage. Du warst gar nicht an der Antwort. Nee, ich wollte die Antwort. Dachte eigentlich schon. Naja, so oder so. Jedenfalls, das ist ein Horrorfilm, der halt zwischendurch auch einfach Spaß machen will. Man geht aus diesem Film, ich habe das Gefühl, jeder moderne Horrorfilm hat irgendwie den Anspruch, den Zuschauer aus dem Saal zu treiben mit dem Gedanken, boah, das war jetzt aber schlimm und das war aber Terror und so weiter und so fort. Und der hier, den kann man sich 1,5 Stunden angucken, man ist total gegruselt, aber man freut sich über die Art und Weise, wie der gruselt. Dann hat er zusätzlich auch noch wirklich sehr witzige Momente. Und für mich war das halt wirklich so ein Rundum-Erlebnis, mit dem ich wirklich zu 100% zufrieden war. Und Ist das etwas für Menschen, die keine Horrorfilme gucken können? Weil also meine Frau hat von dem immer noch Albträume. Okay, nee, dann gucke ich mir den. Von dem? Ja, die beschäftigt der. Ist das jetzt der mit dem Flugzeug am Anfang? Nein. Welcher ist der mit dem Flugzeug? Das ist dieser, du meinst diesen argentinischen. Wild Tales? Ah, das war Wild Tales. Jetzt haben wir hier gerade Licht angemacht. Australischen. Liebe Regie, jetzt ist überall. Jetzt wird hier schon der Stecker gezogen. Letzter Tag des Jahres. Wolltet ihr das gerade? Okay. Weiter geht's. Auf Platz 8 hat Antje auch The Rider. Genau, Da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Den ich dir übrigens empfohlen habe, möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Und ich habe es nicht bereut. Vielen Dank für den Hinweis. Sehr gerne. Aber ich hatte den auch vorher das schon. Das Licht ist ehrlich gesagt ein bisschen angenehmer sogar. Aber du hattest ihn doch falsch. Ich weiß noch, du hattest irgendwie was. Sieht was menschlich aus. Auf dem Schirm bei der Sache. Und dann habe ich dir gesagt, was hast du gemacht? Stimmt, genau. So war's. Genau. So, dann auf Platz 7 hat Antje Hereditary. Ja, hat den noch irgendjemand weiter oben? Ich hab den noch weiter oben. Weil dann können wir darüber reden, wenn er als. Aber ich hab den auch jetzt. Okay, Climax war meine Nummer. Aber 6. Hereditary habt ihr doch schon erzählt, wie ihr den alle fandet. Ja, gut, stimmt. Und Hereditary habe ich halt auf 5. Okay. Nee, weil ich fand den halt wirklich furchtbar im positiven Sinne. Also ich konnte nach dem nicht mehr schlafen. Ich bin eigentlich relativ hart gesotten, was Horrorfilme angeht. Und ich habe ihn zweimal im Kino gesehen. Nee, es geht gar nicht. Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen und war wirklich. Der hat keine Jumpscares, die darauf abzielen, dass man aus dem Saal hoch, aus dem Sessel hoch springt, so kurz, sondern der hat Jumpscares, die einen in die Magengrube treffen. Und das mochte ich an dem sehr. Und ich weiß nicht, ob ich ihn mir jemals nochmal angucken werde, weil er mir halt wirklich Angst gemacht hat, aber Wahnsinnsfilm. Aber ich muss halt auch sagen, was wir, glaube ich, jetzt noch nicht so erwähnt haben, was ich halt auch in dem Film so stark fand, dass du halt die ganz persönlichen oder normalen oder geerdeten Szenen, dass die teilweise fast noch schlimmer waren oder härter waren als der reale Horror. Wenn Toni Collette vor dem Bett ihres Sohnes steht und ihm sagt, ich habe dich nie gewollt. So, ja, das hat mich so fertig gemacht, irgendwie, wie sie ihn da anschreit. Toni Collette hat mindestens 3 oder 4 Szenen in dem Film, die einfach komplett. Aber weil sie einfach auch eine geile Schauspielerin ist. Ja, die ist eine geile Schauspielerin. Das ist auch so ein bisschen ihr Film, finde ich. Ja, aber ich hoffe, sie wird für einen Oscar nominiert in der Hauptrolle, ey. Das wäre so gut. Gibt's das häufig, dass aus dem Horrorfilm jemand den besten Darsteller? Nee, eigentlich nicht. Letztes Jahr war nicht Get Out dabei? Aber, ja, als bester Film, also, aber nicht als. Nee, war der nicht Darsteller? Okay, nee. Gut. Ja, und dann hat auf Platz 6 hat Antje noch einen Film, den keiner von uns hat, glaube ich. Nicht mal Steven. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Love, Simon. Richtig. Oh. Ja, genau. War eine Coming-of-Age-Tragikomödie über einen Jungen, der damit hadert, seinen Coming-out zu haben. Und war einfach. Es war, sagen wir, gefällig inszeniert. Es ist ein Mainstream-Film, so. Es ist kein Indie-Charakterdrama, auf das sich die Kritiker stürzen. Aber das ist so ein Film, der mich an sehr, sehr vielen Stellen einfach persönlich abgeholt hat und wo Dialoge drin sind, wo ich Rotz und Wasser geheult habe, weil ich einfach die Figuren, was sie sagen und wie sie miteinander umgehen und wie hier Freundschaft gezeigt wird auf so eine selbstverständliche Art und Weise. Das hat mich wahnsinnig berührt. Er ist schön gespielt. Er hat nicht diese typische Arthouse-Drama-Schwere, was dem auch noch sehr entgegenkommt. Für mich einfach wirklich ein im besten Sinne zeitgemäßer Coming-of-Age-Film. Und ich war hin und weg. Der war auch sehr lange noch weiter oben. Dann kamen aber so rückwirkend auch so beim zweiten Gucken so ein paar kleine Momente, an denen man sich dann stören kann, wenn es dann eben doch ein bisschen Hollywood-esque wird. Aber mein Gott, das ist auf hohem Niveau. Call me by your Gmail. Genau.
Aber ich muss auch sagen, ich fand ihn sympathisch. Ich fand das Ende halt leider, da hat er sich so, eben, so ein, zwei Kitsch, sag ich mal, Drehungen erlaubt. Genau. Die fand ich dann ein bisschen schade, weil der vorher halt so relativ charmant und wirklich ungekünstelt das Ganze irgendwie erzählt hat. Aber, aber gleichzeitig hat die Hauptfigur halt ihr Happy End doch einfach verdient. Ja, ist es schon okay. Finde ich aber auch manchmal, dass du einen Film guckst und dann sagst du einfach, auch wenn ich weiß, wohin der Zug fährt, du willst auch, dass er dahin fährt und auch genau da anhält. Ne? War aber auch wirklich, war okay. Ja. Also er hat sich das Happy End wirklich schön erarbeitet und verdient. Gutes Beispiel, sage ich da immer, ist Herr der Ringe, die Trilogie. Und im Buch, ich weiß, ob ihr das Buch gelesen habt, da geht es ja auch quasi auf 150 Seiten, das Happy End. Und dann habe ich den Film gesehen und habe gesagt, hoffentlich kürzen sie das nicht. weil du hast so viel durchgemacht, als Leser. Ja, weil das Buch ist nicht immer unterhaltsam. Und dann freust du dich, wenn du am Ende wirklich auch noch belohnt wirst, sozusagen. Und das haben sie dann im Film auch gemacht, indem es eine halbe Stunde lang Feste feiern und Begrüßung und Nochmal, genau. Verabschieden. Das braucht man dann aber auch. Manchmal ist es okay. Muss ich aber mal sagen, ich hätte auch nur mit dem Moment leben können, als Viggo Mortensen zu ihm sagt, also zu den Hobbits sagt, ihr müsst euch niemanden hin. Sehr gut, sehr gut. So, Andi, jetzt komm, schnell nochmal deine tolle, die letzten. Ja, ist nicht viel Neues dabei. Also, Sicario 2 ist bei mir auf der 10. Ich bin verwirrt, dass niemand Shape of Water dabei hat. Ich mochte den. Der ist bei mir auf der 9. Fallout, obwohl ich habe den jetzt schon dreimal geguckt und jedes Mal denke ich nach einer halben Stunde, ich kann nicht mehr, weil das Ding einfach, ich kriege Kopfschmerzen davon aber ich habe so einen Respekt und ich freue mich so darüber, dass so ein Film überhaupt gemacht wird, der im Grunde genommen aus einer anderthalbstündigen Actionsequenz besteht. Ganz toll und visuell auch echt schön anzuschauen, also den mochte ich sehr. Dann kommt Infinity War. Das ist wieder ein Beispiel für so Marvel-Filme, die bei mir einfach wachsen. Ich kann nichts dagegen tun. Es gibt welche, die gucke ich mir nie wieder an. Oder vielleicht noch ein zweites Mal. Aber gerade Infinity War habe ich dann doch hin und wieder noch mal geguckt. Und wenn man so ein bisschen Fan oder sich selber eingesteht über die Jahre, dass man doch ein bisschen zum Fanboy wird und vielleicht sogar, dass so ein bisschen alte Fanboy-Tum abgelöst hat, weil man sich einfach freut, diese Charaktere in neuen Filmen immer wieder zu sehen und so aber viel über die zu wissen. Das finde ich total cool, dass du das sagst. Ja. Weil ich freue mich nämlich auch, die dann zu sehen. Ja. Das ist echt. Ich freue mich, wenn ich Tony sehe. Ich freue mich, wenn ich Peter Parker sehe. Ich mag einfach diese Welt. Und obwohl das visuell teilweise überhaupt nicht mein Geschmack ist und die Special Effects nicht wirklich attraktiv in meinen Augen sind, aber irgendwie hat er mich erfreut. Und auf Platz 6 ist bei mir Familie. Familie. Hammer. Finde ich richtig geil. Fand ich richtig schön. Ja. Also, super Film. Ja. Ist echt auch, ich habe mir den nochmal auf Blu-ray jetzt noch schon zweimal nochmal angeguckt so und die Szene, wenn Kubilai, sein Bruder da, sag ich mal, wirklich an die Gurgel geht, so, das ist wirklich echt immer noch so intensiv, auch beim dritten oder vierten Mal. Ein starker Film, ein starkes Debüt. Dass die sich sowas auch getraut haben zu drehen, ne? Ja, da müssen wir gleich nochmal, wenn die Kamera aus ist, nochmal drüber reden. Die waren ja hier, die Jungs, und wenn die auch, als die erzählt haben von der Szene und so, das war schon... Ja? Gut ab. Ja, die haben erzählt, wie die Szene zustande ist. Das ist sein echter Bruder auch, ne? Ja, sein echter. Ach so. Ja. Und also wirklich auch, ich meine, muss man auch dazu sagen, in Kombination mit den beiden Jungs, die hier auf der Couch saßen und was die so erzählt haben, es war halt einfach wirklich geil. Ich meine, der Kubilai, der sollte ja ursprünglich gar nicht mitspielen, sondern die Rolle, die er spielt, die war ursprünglich für den wahren Bruder des anderen Regisseurs angedacht, der aber halt im Knast sitzt, so, ja, und der dann halt nicht mitspielen konnte. Und ja, und dann, wie gesagt, ist der Mohammed, der Down-Syndrom, der ist auf jeden Fall halt echt, das ist halt wirklich einer der Brüder der Regisseure und so. Und ach, ich muss auch sagen, tolles Regiedebüt, toller Film aus Deutschland. Du hast so einen Film bisher noch nicht gesehen. Nee. Hast du den gesehen? Mhm. Wie fandest du den? Ist das gleiche wie bei Sicario. Ist einfach, also ich erkenne das total an, wie gut der ist, wie echt sich der anfühlt. Obwohl er sogar so gedreht ist, dass man sich davon distanzieren kann durch die Schwarz-Weiß-Optik und so weiter. Mhm. Aber es ist halt einfach nicht meine Art Film. Mhm. Ja, okay. Aber das war's von meiner Seite. Vielleicht können wir jetzt ja mal. Aber warte mal, hast du nicht, was hast du jetzt? Ich habe gesagt, guck mal, Platz 10 Sicario, 9 Shape of Water, 8 Fallout. 7 Infinity War und 6 Familie. Okay, cool. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Werbebreak nochmal und melden uns gleich zurück mit den Top 5 Filmen von uns jeweils. Ja.
So, wir machen weiter mit dem Top 5. Ne? Genau. So, du fängst an. Ich ärgere mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass bei mir nur Gott kann mich richten, irgendwie es nicht in die Top 10 geschafft hat, je mehr ich drüber nachdenke. Aber ich, ist schwierig, egal. 5. Bin ich wahrscheinlich der Einzige, der den genommen hat. Tully. Finde ich gut. Mit ist bei mir Charlize Theron. Irgendwie auf Platz 35 oder so. Also, ich muss die Klicks abgreifen zum Ende des Jahres, also bitte. Ist bei mir Platz 5. Diese Geschichte von Charlize Theron, die eine Nachtnanny. Eine Nachtnanny sich holt. Und ich meine, sie ist ja auch gut, sie kann das ja, auch. Ich fand das schon echt. Ist das dieses bunte Poster, wo sie so close up und dann bunte Sachen? Ich fand das mal ganz gut zu zeigen, dass, weil so Hollywood, wie normalerweise Hollywood Familie und Kinder und so darstellt, ist vielleicht dann doch echt nochmal anders, als es in der Realität ist. Und ich muss sagen, da waren Sachen dabei, die so realistisch waren. Also auch, jetzt bescheuert, aber sie gerade da irgendwie mit den Stillflaschen an der Brust völlig erschöpft und übernächtigt und er sitzt irgendwie so da auf dem Bett, zockt irgendwie gerade, macht so, ist alles okay, alles klar und zockt wieder. Das sind natürlich Szenen, die kenne ich. Meine Frau zockt die ganze Zeit. Während du stillen musst. Während ich mit den Stillflaschen rumlaufe. Ja. Und aber das waren so wirklich mal Szenen aus einem Leben, das ich extrem authentisch fand. Und diesen Wunsch, wenn du Kinder hast und diese Verantwortung hast, das ist halt auch was mich persönlich auch in meinem Lebensabschnitt auch irgendwas ich auch kenne, dieser Wunsch einfach mal nochmal rauszugehen und unbefreit feiern zu können, ohne Hintergedanken und auch dieses Schielen auf Leute, die das noch machen können und du hast die Verantwortung zu Hause und den Stress und diesen Struggle, den du einerseits willst, weil du liebst deine Kinder und du willst es nie wieder anders haben, aber andererseits denkst du dir halt auch so, naja, also so ein bisschen so einfach mal rausgehen und feiern und saufen und machen was, mal gucken, wohin die Reise führt. Heute Abend, Eddie. Ja, Weihnachtsfeier, genau, das ist so das Highlight dann. aber das meine ich halt, da konnte ich connecten mit. Auch wenn der Film dann letztendlich so ein bisschen in der Auflösung mit dem Twist, ja, kann man drüber streiten, aber für mich hat es funktioniert. Ich fand mich hat er emotional echt mitgenommen. Ich fand es halt nur so ein bisschen schwierig, ob der Tatsache, ich meine, sie ist halt eine Frau, die jetzt von ihrem Bruder, glaube ich, diese Nightnanny bezahlt bekommt, weißt du? Und da habe ich mir nur so gedacht, ja, was sagen halt irgendwie die 5 Millionen oder in Amerika, keine Ahnung, 50 Millionen Frauen, die das sich halt nicht leisten können oder die halt nicht sowas machen können. Aber Spoiler. Ja, ich will jetzt nicht so nah, also es ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, ich weiß, aber der Film suggeriert ja schon eine ganze Zeit lang, dass es halt eben durch die besser im Leben, in der Ehe und sonst irgendwie läuft. So. Aber so ist es ja auch im echten Leben. Also es gibt ja Leute, die können sich eine Nanny leisten. Ja. Nee, was mich an dem Film gestört hat, ehrlich gesagt, ich finde, sie kann super, ich finde auch die Geschichte, kann ich auch nachvollziehen, was du gerade sagst. Für mich war es nur dieses klassische Klischee, die super Hollywood-Beauty macht sich wieder hässlich und so kaputt für so einen Film. Und das hat mich, glaube ich, in der Prämisse so ein bisschen gestört. Ne? Das hat mich so an so viele so. Aber was wirft man ihr vor? Nein, das geht gar nicht um sie. Also, sie macht es super. Und sie kann das ja auch. Bei Monster hätte ich den Vorwurf verstanden. Nein, aber das kam so in mir hoch. Und deswegen ist der Film überhaupt nicht schlecht. Aber das war für mich so ein bisschen so. Ja. Ich hatte mich tatsächlich so ein bisschen daran gestört, dass viele geschrieben haben, sie macht sich hässlich, aber das hat sie eigentlich gar nicht. Sie hat sich normal gemacht. Eben. Also wie man das hier zeigt, das zeigt ja, wie Eltern sein normal aussieht. Aber aus ihrer Perspektive ist normal ja hässlich. Das stimmt. Sie ist halt auch eine wunderschöne Frau. Ja, ich mach mal weiter, weil sonst kommen wir gar nicht mehr durch. Auf Platz 4, I, Tonya. Oh, Dankeschön. Weil ich den einfach mega unterhaltsam fand, weil ich, wie heißt die? Margot Robbie. Was mit meinem Gehirn? Margot Robbie. super fand, wie sie das gespielt hat, dieses bisschen asoziale. Ja, das Bitchige kann sie natürlich auch. Und so. Und ich fand den spannend, ich fand den lustig, ich fand den emotional, ich fand den unterhaltsam, ich fand den teilweise auch spektakulär. Ich habe bei den Eislauf-Sequenzen immer mal Pause gemacht und dann habe ich die Effekte gesehen, wie sie es gemacht haben. Hast du die Blu-ray? Weiß ich nicht. Na, da gibt es ein schönes Making-of, wie sie mit der wirklich richtigen Eiskunstläuferin das irgendwie. Die haben doch nur das Gesicht ausgetauscht, würde ich vermuten. Fast, aber Frau Dings hat es schon teilweise auch echt selbst gemacht. Ach, er ist auch dabei hier.
Hallo, ja, Winter Soldier ist auch dabei. Ja. Und ja, auch die Mutter, Allison Janney. Ja, die ist super. Ach, die ist, oh, die ist der die Knaller. Die spielt so krass Film. Gut. Ja. Also die wird wahrscheinlich auch einen Oscar. Nee, die hat, doch, die hat letztes Jahr dafür einen Oscar bekommen. Oder? Sie hat ihn bekommen sogar. Gut, das habe ich noch angesagt. Ich so, die kriegt einen Oscar für die Rolle. Also da haben wir dann ja wahrscheinlich auch schon im Rahmen der Oscars auch mal gesehen. Wenn ich irgendwo mal richtig sitze, muss ich das auch mal. Ei, Tonja, mein Platz 4 auf Platz 3. Ein Film, der, glaube ich, hierzulande nur auf DVD rausgekommen ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ist der indiziert? Nee. Nee, es ist, er ist nur geschnitten. Ist geschnitten in Deutschland. Ich sage Brawl in Cellblock 99. Also. Ah! Mit Vince Vaughn als Boxer, dessen Frau, schwangere Frau, gekidnappt wird von und er ist im Knast und kriegt quasi den, den Auftrag, den irgendeinen Ober. Lässt sich verlegen und so, ne? Im super High-Security-Gefängnis umzubringen, sonst wird seine Frau umgebracht und daraufhin verprügelt er so viele Wachmänner, dass er auch in diesen High-Security-Knast kommt und prügelt sich dann bis zu ihm durch. das ist so ein Film, wie sagt man so schön, they don't make movies like this no more. Das war wirklich so eine fast 90er-Jahre-Actionfilm, kompromisslos, knallhart, ultra brutal, übertrieben an der Splatter-Grenze. Aber ich fand Vince Vaughn selten so gut, muss ich sagen. Und ja, der komplett mich abgeholt. Fandst du ihn besser als den mit Nicolas Winden? Nee, nicht. Winding Refn. Welchen? Nee. Doch, ich weiß, du meinst. Nee, nicht den, ich meine den Schauspieler, der Game of Thrones da schon. Ja, genau. Nicolas. Der andere Knastfilm. Ja. Costa Waldau. Costa Waldau, danke. Nikolai Costa Waldau. Shotcaller. Ich dachte, den fandst du besser. Nee. Achso. Shotcaller fand ich auch gut. Wäre auch bestimmt irgendwo so in den Top 20 gelandet, weil es auch so ein guter Thriller war, aber der ist noch mal eine Stufe drüber. Okay. Der hat ja noch einen Anspruch, auch ein bisschen realistisch zu sein. Der Rollins Hellblock 99 ist schon, wie nennt man das? Ist ja schon. Exploitation. Das ist so wirklich Grindhouse-Kino. So. Ah, okay. Der ist schon ein bisschen übertrieben. Also der ist jetzt nicht so. Das ist kein Drama in dem Sinne. Nee, da hast du dann Don Johnson mit Cowboyhut und Lederhandschuhen als dieser Gefängniswächter, der dann so kommt und sagt: So, jetzt wollen wir mit seinem eigenen Guantanamo-Knast. Ja, also, das ist schon alles ein bisschen over the top irgendwie, aber deshalb hat er mir auch so gut gefallen. Dann auf Platz 2 ist Molly's Game. Ich dachte, ich bin der Einzige, der nicht hier drin hat. Ach, guck mal hier. Ah, den habe ich dreimal gesehen. Dreimal davon im Kino. So geht Liebe. So geht Liebe. Molly's Game. 20. Ich glaube, Platz 11 habe ich den. Auch super also Film. Ja. Mega super Film. Den fand ich, der hat schon fast so ein bisschen Scorsese-mäßigen. Ja, es ist halt noch mehr Aaron Sorkin. Spielt einfach. Es ist halt Aaron Sorkin. Ja. Also, ja, und sie spielt super. Alle halt super intelligent, super schlagfertig. Das ist so unterhaltsam, ey. Das geht so zack, zack, zack und sie erzählt und es sind so viele Insider-Sachen dabei und du denkst so, geil. Also ein bisschen wie Wolf of Wall Street auch, war so einfach so ultra unterhaltsam. Ach, von der ersten bis zur letzten Minute. Auch noch dabei, stimmt. Ganz und auf Platz 1 habe ich, wie ihr alle, 3 Billboards. Die Billboards ist nicht bei mir auf der Hand. Bei mir auch nicht. Ja, weil ihr krampfhaft gegen. Nein, sag ich doch. Aber die Wahrheit ist, es ist der beste Film. Ich sag mal ganz schnell meine Top 5. Also, ich hatte es eben schon. Call Me By Your Name ist 5. Mission Impossible Fallout ist 4. Ich finde es ein großartiger Actionfilm. Ja. Also, auch wenn die Geschichte wieder. Das Problem bei den Mission Impossible Filmen sich immer verkompliziert. Ein paar zu viele Twists. Ja, nicht nötig ist, aber. Ja. Es ist halt eine Serie im Grunde. Ja. Dafür brauchen Serien 12 Folgen. Ja, der ballert das in einen Film. Diese Prügelszene auf dem Klo. Aber auch was er. Ne? Genau. Diese Szene, ne? Du hörst richtig seine Muskeln sich anspannen. Ja, und dann, auf Pumpen. Ne, und dann auch diese Motorradsequenz und sowas. Ey, ich gebe euch nur den guten Rat. Du hast jetzt die Blu-ray ja auch. Guckt euch bitte das Making-of an, dieses Featurette. Dieser Halo-Sprung, ne? Das ist der absolute Knaller, was sie da für einen Aufwand betrieben haben. Die mussten vor jedem Sprung mussten sie 20 Minuten reinen Sauerstoff atmen, um ihren Körper Stickstoff freizukriegen, damit sie da hochfliegen können. Vor jedem Flug. Die sind 100 Mal da hochgeflogen und was weiß ich, dieser Sprung besteht ja aus 3 Takes, ne? Also insgesamt, der ganze Fall da runter, das sind 3 Takes, die halt klappen mussten so. Und das ist wirklich. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann auch weißt hier, dass er sich, hat er sich Schienbein gebrochen? Den Fuß gebrochen. Und dass er dann irgendwie in die Reha geht und diese ganzen Laufsequenzen, die er dann oben auf dem Dach dreht, die hat er ja nach dem Fußbruch gedreht. Ne? Und dann hat Paris er auch gesagt, war, glaube ich, auch nach dem Fußbruch. Ja, genau. Und dann läuft er, dann hat er gesagt, danach musste ihn immer erstmal festhalten, weil seine, die Schmerzen unfassbar beeindrucken. Ich habe Bohemian Rhapsody auf der 3. Habe ich nicht gesehen. Weil ich
ich finde, auch wenn jetzt viele sagen, yeah, das ist nicht richtig die wahre Geschichte. So, ne, es ist, ich finde ihn einfach super. Ich finde, Rami spielt das. Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass er das gemacht hat und nicht Sacha Baron Cohen. Ich glaube, es wäre auch ein komplett anderer Film geworden. Der hätte es auch gut gemacht, aber ich finde der Film und vor allen Dingen diese Schlusssequenz, ne, dass sie sich trauen, dieses Band-Aid-Konzert komplett nachzuspielen mit den Schauspielern und wie die das machen. Ich finde, es ist großartig. Ich finde, passt super dazu. Nur Gott kann mich richten, habe ich auf die 2 gepackt, weil ich einfach auch... wenn ein deutscher Film richtig gut ist, dann will ich ihn auch oben haben. Einfach nur als Zeichen. Und ich habe 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri auch auf der 1. Ja, dann mache ich mal schnell weiter. Weil, zurecht. Weil wir landen wahrscheinlich alle also ziemlich oft auf dem einen. Hereditary habe ich halt auf 5. Haben wir gehabt. Ich habe auf Platz 4 einen Film gepackt. Ja, das würdest du wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, aber mich hat dieser Film einfach so sehr erreicht. Ich fand ihn so großartig. Under the Silver Lake von Herrn Mitchell, dem Regisseur von It Follows. Ich fand diesen Film toll. Ich habe ihn einmal zu Hause gesehen. Da fand ich ihn schon großartig als Ansichtslink. Bin dann nochmal aufs Fantasy Filmfest gegangen, habe mir nochmal im Kino angeguckt. Da fand ich ihn noch viel besser und habe ihn jetzt mindestens noch 2-mal gesehen. Und auch wenn dieser Film vielleicht keine Geschichte erzählt oder einfach irgendwie auch keine richtige Substanz hinten drunter hat, er ist der Film, der mich als Filmnerd halt einfach... Ja, aber Andrew Garfield, und das ist schon cool. Ich finde den, ich mag den. Ich mag die Bilder, ich mag die Verweise, ich mag die Referenzen, ich mag dieses Surreale, dass er einfach mal diese Eulenlady, die da nackt durch die Gegend rennt, irgendwie da reinstreut. Oder halt diesen Musikilluminaten. Das finde ich einfach echt klasse. Ja, Platz 3 ist ein Film, der jetzt halt, wie gesagt, vor 2 Tagen erst gestartet ist, nämlich Shoplifters. Ein japanischer Film, haben wir auch in Kino Plus in der letzten Ausgabe vorgestellt. Fand ich ganz, ganz toll. Ein Film, der während des Guckens irgendwie, da habe ich mit Andi noch drüber geredet, der war eigentlich gar nicht so spektakulär. Hat irgendwie auch während des Schauens gar nicht so die richtige Wirkung entfaltet. Aber danach, als man sich mal so alles durch den Kopf hat gehen lassen und so weiter, und dann plötzlich wird dieser Film immer größer und immer irgendwie umfangreicher und immer emotionaler und die Darsteller alle toll. Und er hat vor allem eine Hauptdarstellerin hier, die Frau von dem, sag ich mal, Familienoberhaupt, die spielt das so richtig gut. Und die hat gegen Ende des Films hat die eine Verhörsituation, wo sie quasi interviewt wird oder befragt wird, aber gleichzeitig richtet sie sich auch an den Zuschauer, und das macht die Frau so gut. Was ich an dem vor allem mag, das ist mir jetzt, du hast gerade gesagt, der wächst rückwirkend. Mir ist das jetzt erst beim Schreiben aufgefallen, wie wenig der, also es gibt ja diese typischen Armutspornos. Ja, ja. Und eigentlich ist das, ist die Idee hinter dem Film, die ist auch dafür gemacht, sowas zu sein, aber darum geht es einfach überhaupt nicht. Es geht nur um die Familie und es ist vollkommen egal, in welchem Milieu die lebt. Und natürlich gibt es hier und da Beobachtungen, die gemacht werden, die tragisch sind, weil sie in diesem Milieu leben. Aber es ist völlig egal. Diese ganze Geschichte kann nur in diesem Milieu spielen, deshalb spielt sie da und alles andere ist unwichtig. Und das ist das, was ich an dem mag. Er suhlt sich auch nicht in dem Elend, sondern er versucht, diesem Elend immer eine gewisse Leichtigkeit irgendwie hinzuzufügen, beziehungsweise zu zeigen, wie diese Menschen sich versuchen, diesem Elend zu erwehren und zu stemmen. Die sind in einer beschissenen Situation, aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, versuchen sie diese Situation so gut und so herzlich und so, ja, so warm wie möglich, sag ich mal, zu bestehen. Und das hat mich an diesem Film wirklich, ja, ganz, ganz schwer beeindruckt. Überhaupt nichts von mir. Sie spielt auch schon bei Love Exposure die Hauptrolle und die fand ich richtig, richtig toll. Ja, auf Platz 2 habe ich Mission Impossible Fallout. Für mich einfach der Actionfilm des Jahres, kann man nicht anders sagen. Mhm. Und auf Platz 1 dann auch 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Weil, ey, der Film ist so rund. Er ist halt einfach so rund. Er hat mich zum Weinen gebracht, er hat mich zum Lachen gebracht, er hat mich fassungslos irgendwie da stehen lassen. Ich habe meine Frau nochmal gesehen, die nochmal irgendwie die komplette Achterbahn der Emotionen irgendwie abgefahren hat. So, das fand ich einfach großartig. Ganz toller Film. Ja, Sam Rockwell und wie heißt sie? Tony Francis McDormand. Also Francis McDormand. Francis McDormand. Ich verwechsel die beiden auch immer. Ja. Dann, ich mach weiter für dich, Antje, ja? Hat auf 5 ebenfalls Bohemian Rhapsody. Ja. Auch, muss ich mal zusagen, ne? Ich mochte den Film auch wirklich sehr. Ja, er hat es jetzt nicht so ganz bei mir reingeschafft, aber ein Film, für den ich sehr viel Sympathie und Respekt hege. Und was ich halt echt nicht hören kann bei dem Film, so dieser Kritik, also ich kann ihn verstehen, aber dieses, dass das nicht 1:1 die Realität widerspiegelt, das ist egal, weil das will der Film nicht. Der Film ist kein Biopic meiner Ansicht nach oder kein Porträt. Sondern das ist ein, ich nenne es mal ganz blöd, Spaßfilm. Genauso wie bei Greatest Showman übrigens, genau. Der auch nicht 1:1 die Realität abspielt. Ja. Und ich pack mal noch einen anderen Film rein, der
zwar was völlig anderes will, aber der auch nach demselben Prinzip funktioniert. Werk oder Autor ist genauso. Die pieken sich das raus, was sie für ihre Erzählung brauchen. Das ist übrigens in meinen Top 20. In meiner auch, auf Platz 20, glaube ich. Die pieken sich das raus, was sie halt brauchen, um ihren Film so zu erzählen, wie sie es wollen, welchen Schwerpunkt sie wählen wollen. Und dafür brauchen sie die Figuren halt so und so. Sie verfälschen ja wiederum nichts. Sie suchen sich nur das raus, was eben. Naja, ich würde nicht, also zum Beispiel ist ja in Bohemian Rhapsody, dass die Zeit teilweise nicht so ganz passt. Dass irgendwas. Ich weiß nicht, ob. Ja, meinetwegen ist das schon in gewisser Weise Verfälschung, aber. Er hat wie viel Macchio nicht mit Schnauze. Ich wollte gerade sagen, der Schnauzer kam später. Ne? Aber dafür haben sie halt auch nicht den Anspruch zu sagen. Ja. Das ist keine Dokumentation. Nein, nee, klar. Und, auf jeden Fall. Also lieber so einen Film, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber ich habe wahnsinnig Lust darauf, aber ich sage mal, lieber so einen Film, der einfach auch total Spaß macht und unterhält, genau, als jemand, der es genau ordentlich und 100% vernünftig machen will und dann aber Unterhaltungswert. Und es kann ja in den nächsten Jahren denn irgendjemand kommen und der kann dann ja genau ein 1:1 Porträt über ihn drehen. Das ist ja das Schöne daran. Ist genauso wie bei Steve Jobs vor ein paar Jahren, war ja auch kein 100%iges Porträt. Reine Interpretation. Ja. Ja, auf 4 hast du dann 3 Billboards. Genau. Oh. Und auf 3 Greatest Showman. Mhm. Oh, geil. Auf 2 den Film, den du wahrscheinlich am meisten im Kino gesehen hast dieses Jahr. Ja. Mission Impossible Fallout. Ja. Und auf Platz 1, ganz überraschend, ein Film, den keiner von uns hat, Was uns nicht umbringt. Genau. Habe ich auch, glaube ich, schon in 2 Sendungen mittlerweile drüber gesprochen. Was ist das denn? Ein deutscher Film, der lief hier in Hamburg auf dem Filmfest. Und ist eine Tragikomödie, so ein bisschen episodenhaft, würde ich sagen. Du darfst mich gern korrigieren. Ja, gesehen. Ist so ein bisschen episodenhaft aufgezogen, erzählt einfach, wie der Titel schon sagt, davon, wie Menschen mit traurigen Situationen klarkommen, mit Schicksalsschlägen. Und es gibt so Filme, die guckt man und man weiß im Grunde von der ersten Sekunde, wo man die Musik hört, das ist mein Film. Mhm. Und das ist hier so. Also auf der einen Seite geht es wirklich um niederschmetternde Themen und um wirklich die absoluten Schattenseiten des Lebens, wo jeder Satz meiner Ansicht nach sitzt, wo jeder im richtigen Moment das sagt, was man sagen würde. Und im anderen Moment ist es aber auch Mädel. So. Genau, zum Beispiel. Der spielt wirklich gut da. Und Christian Berkel ist auch gut. Und im nächsten Moment ist es aber so, dass durch vereinzelte Beobachtungen da so eine Komik, also eine Tragikomik da reinkommt, die aber gleichzeitig auch wieder glaubhaft ist. Also ich war von dem vollkommen hin und weg. Ist ein Film, weil da saß bei mir jedes Szene, aber das, was ihr zu 3 Billboards schon gesagt habt, würde ich 1:1 auch auf den übertragen. Es ist einfach jede Szene, jedes Wort, jede Handlung, alles stimmt und alles holt mich ganz persönlich ab. Und es ist ein deutscher Film, aber ich habe keine Lust, deutscher Film als Negativaspekt sofort zu nennen. Ich muss einmal kurz telefonieren. Du musst einmal kurz telefonieren? Ja. Okay, dann geh kurz raus und Andi erzählt noch seine Tochter. Genau, und dann komme ich wieder und dann muss ich leider... Entschuldigt. Ich wollte noch sagen, ist sogar in Hamburg gedreht worden. Echt? Und wirklich, ich... Hagenbecks Tierpark oder so. Und wirklich, ich bin absolut hin und weg. Und meine etwas exotische Nummer 1, aber manchmal ist es halt so. Ja, ist doch schön. Ja. Sehr gut. Ist doch gut für die Abwechslung. Habe ich wieder was für meine Watchlist. Aber Andi, jetzt musst du mal ein bisschen durchballern. Wir sind nämlich, glaube ich, okay, wir ballern mal durch. Also, auf Platz 5 bei mir ist, ein Film, der lange Zeit Platz 1 war, aber jetzt ist er auch Platz 5, ist tatsächlich Molly's Game. Wie gesagt, haben wir gerade drüber gesprochen. Ich liebe diesen Film. Kann man auch streckenweise nur gucken und nur den Anfang, nur das Ende, nur das Mittelteil. Einfach toll. Dann habe ich gestern zum Glück Roma mir dann auch doch mal angeguckt. Und boah, muss ich auch sagen. Also, der braucht ein bisschen, bis man ihn versteht, aber den fand ich schon sehr beeindruckend und echten Genuss. An die Mikrofon hoch soll ich machen, okay. Der ist bei mir auf der 4. 3 Billboards ist bei mir auf der 3. Der auch lange oder kurz eine Weile bei mir auf der 1 war. Wie eben schon gesagt, habe ich noch nie gehabt, dass ich irgendwie bei jeder Szene denke, so nach 30 Minuten immer noch bei jeder Szene denke, krass, super Szene, alles auf den Punkt. Das sind so, jede Szene ist wie eine einzelne Kurzgeschichte quasi. Das liebe ich an dem Film. Auf 2 habe ich Call Me By Your Name.
Der hat dich erwischt, ne? Den fand ich einfach wunderschön. Ja, der hat einfach Spaß gemacht. Und man muss auch mal sagen, ne, das Ende, ne? Also der Monolog vom Vater. Ich erinnere das gar nicht mehr, aber ich weiß, als der Vater den Monolog, wusste ich, dass du das meintest, weil du hattest mir schon mal erzählt, wie das so ist. Tut mir leid, das war unfreundlich, aber ich muss. Ja, ist gut. Kein Problem. Wir haben uns versammelt. Also, Billboards auf 3, Call Me by Your Name auf der 2 und auf der 1 ist bei mir Starsborn, einfach weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ach, ist das schön, ach, ist das traurig, ach, ist das verständlich. Krieg ich jetzt auch mal eine Umarmung, ja, nachdem wir uns so gestritten haben? Ach Mensch, das ist so schön bei euch. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt noch 2 Stunden hier sitzen, aber ich kann nicht mehr hier sitzen. Nee, wir sind jetzt auch durch. Wir haben jetzt alles abgearbeitet. Aber es ist schon irgendwie schön, dass es irgendwo einen gewissen Pulk an Filmen gibt, die wir alle irgendwie zu schätzen wissen, aber jeder noch so seine eigenen persönlichen Noten noch mit drin hat. Also muss ich sagen, war eine echt schöne Rekapitulation. Ja, fand ich auch. Einfach so ein Bock, ey. Ich glaube, wir könnten echt 100. Aber ich muss sagen, um abschließend zu sagen, 2018 war ein okayes Jahr, aber so, wenn ich jetzt überlege, dass 3 Billboards auch nur noch drin ist, weil es hier im Januar oder im Februar erst rauskam, Januar, glaub ich. Aber eigentlich ein 2017er Film ist. Mhm. Also muss ich sagen, auch I, Tonya und so, also ich fand das Jahr war ein bisschen schwach an so richtig krassen. Es gab viele gute Filme, viele Sachen, wo ich sage, ja, der war gut, aber so richtige Klassiker, wo ich sage, so wie so ein Wolf of Wall Street. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf 2019. Ja, ja, ich meine, neuen Tarantino, neuen Star Wars. Ach, geil. Naja, da freuen wir uns trotzdem drauf. Das war's. Also, ich merke so langsam, wie das Feuer. Echt? Ja. Ich habe vorgestern gedacht, so, oh, warte mal, ist doch Weihnachten eigentlich nicht. Star Wars. Bis ihr den ersten Teaser seht, dann reden wir noch. Also, doch, so eine kleine Flamme zündet da gerade so ein bisschen. Ja, dann soll sie. Und ich meine, guck mal, ihr habt aber auch jetzt nochmal, ne, du hast ja noch gewisse Lücken. Du hast jetzt zum Beispiel Your Name noch nicht gesehen. Ja, das hätten wir auch nochmal auflisten müssen, weil das sind echt so viele Filme. Also, ich meine, den habe ich jetzt Steven muss los. Ja, das ist auch noch aufzumachen. Liebe Freunde, Dankeschön, danke an euch, danke Antje, Andi, Steven, Eddie. Gut, kommt gut rutsch rein, rutscht gut rein und bis zum nächsten Jahr. Macht's gut, tschüss. Tschüss.